Bijan hat seine Kandidatur erklärt, da kann man nicht einfach Nein sagen, Bijan muss kandidieren können und ein Genosse, so hat er mir gesagt, würde ihn vorstellen. Ist der Genosse denn da, der ihn vorstellen würde? Nee. man hört immer nur nee. Genosse will ihn vorstellen, ist der Genosse da? Nee. Dann ist es ein so Problem. Geht's nicht. So, also, was habe ich denn Schönes jetzt euch zu bieten? Also, es gibt von der Hamburger Linkspartei, vom Parteitag, ein sehr schönes Video. Die Linkspartei hier in Hamburg ist ja politisch völlig am Ende. Ein völlig zerstrittener Haufen. Und es ist wirklich nur noch absurd, was dort stattfindet. Und dort auf dem Parteitag hat also ein Mann als Parteivorsitzender kandidieren wollen, oder Parteivorsitzende kandidieren wollen, der hat sich einfach mal von jetzt auf gleich zur Frau deklariert. Und das hat dann also entsprechende Diskussionen auf diesem linken Parteitag gegeben. Und das können wir uns mal anschauen, das ist sehr lustig. Das ist übrigens der Kanal, in der Tat, sagt schon gerade jemand, Free Tom Radke, von Tom Radke tatsächlich. Tom Radke ist ja mehr oder minder schuld daran, dass mir Wolfgang M. Schmidt abhanden gekommen ist. Zumindest hat er das so begründet. Ich glaube es ihm bis heute zwar nicht, dass das wirklich der Grund war. Er hat, glaube ich, eher einen Grund gesucht. Aber er hat jedenfalls damit begründet, dass ich damals ja Tom Radke interviewt habe in der Mediatheke. Das war seine Begründung. Tom Radke war bei der Hamburg-Wahl, das war im Frühjahr oder im Frühjahr 2020, war er angetreten auf der Liste, auf einem gar nicht so sicheren Listenplatz, aber jedenfalls war er auf der Liste drauf. Und er hatte sich dann ein bisschen vergaloppiert mit einem unglücklichen Tweet, den er auf Twitter abgesetzt hatte, wo er also sozusagen Klimawandel und Holocaust in einen Zusammenhang brachte. Er hat das getwittert im Rahmen des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Und das sorgte also für riesige Shitstorm nach dem Motto, hier, wie kann man Klimawandel mit Holocaust vergleichen und so weiter. Und Tom Radke ist dann im Grunde sofort fallen gelassen worden von der Linken, weil die waren mitten im Wahlkampf, die haben sich von ihm distanziert und so weiter. Und das hat ihn so gewurmt, dass er also tatsächlich anfing, bewusst gegen die Linke zu arbeiten, auch im Wahlkampf noch, und sich provokativ mit Rechten einzulassen. Er hat also Martin Sellner ein Interview gegeben, er hat sich mit Identitären ablichten lassen und so. Ich glaube, dass er das alles nur aus Trotz gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er ein Rechter ist, aber das ist, das kann man so oder so betrachten. Der Junge ist damals 18 gewesen, also ein halbes Kind. Ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich schon ein ausgewiesener, überzeugter Rechter oder Rechtsextremist ist oder war. War er auch bei mir in der Mediatheke zu Gast. Das war aber noch bevor er dieses Foto mit den Identitären machte und bevor er Martin Sellner ein Interview gab. Was ich aber, was Wolfgang M. Schmidt aber falsch darstellte in seiner E-Mail, die er mir schrieb, er tat nämlich so, als wenn ich davon bereits Kenntnis gehabt hätte zum Zeitpunkt meines Interviews, was gar nicht stimmte. Aber gut, das wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf herumreiten, egal. Jedenfalls, Tom Radke hat sich dann 2-3 Monate später, nachdem er noch ein paar Mal irgendwie mit Provokationen auftauchte, völlig aus den sozialen Medien verabschiedet und war überhaupt nicht mehr zu sehen. Und nun plötzlich auf seinem YouTube-Kanal tut sich wieder was, nach ungefähr 2 Jahren oder über 2 Jahren. Da hat er nämlich jetzt dieses Video hochgeladen von diesem Parteitag der Linken. Oder beziehungsweise diesen Teil dieses Parteitags, der jetzt wirklich interessant ist. Und es gibt also einen, warte mal, wie heißt der? Kann man den Namen mal nicht merken. Tafasoli heißt der. Bijan Tafasoli. So. Der ist auch in der Linken ohnehin nicht unumstritten. Der hat schon mal irgendwo angetreten
und ist dann nicht gewählt worden. Und jetzt hat er es also so gemacht, dass er wieder angetreten ist und sich also diesmal kurzerhand als Frau deklariert. Und das ist, wie gesagt, der Aufhänger für diesen Parteitag. Und es ist sehr lustig. Also man fragt sich wirklich, Leute, wer soll euch eigentlich wählen? Ich brauche noch meine Brille, das stimmt, ja. Aber noch geht es meistens ohne. So, bitteschön. Vielen Dank, Sabine. Es gibt jetzt noch eine weitere Bewerbung. Deswegen sind wir hier gerade auch etwas hektisch hin und her gelaufen. Heike wird es erklären. Unsere Genossin Bijan Tabasoli hat sich gerade gemeldet. Ganz wichtig, nicht Genosse, Genossin ist sie jetzt ja, weil es jetzt ja Bijan Tabasoli, weil es jetzt ja eine Frau ist plötzlich. Dass sie vor 2-3 Stunden an den GELAV eine Mail geschickt hat mit der Bewerbung für die Liste der Mindestquotierung. Und es ist nach der Satzung, nach der Bundessatzung so, dass, ich lese es einfach mal vor, für die geschlechtsspezifischen Regelungen der Partei ist die hinterlegte Geschlechtsidentität im Mitgliederprogramm maßgeblich. Jedes Mitglied kann seinen Eintrag auf Wunsch ändern lassen. Eine Änderung wird 6 Wochen nach schriftlicher Mitteilung an den Bundesverband wirksam. Bijan sagt, er hat das schon im November mitgeteilt. Wir können es im Moment nicht finden, deswegen ist einfach der Vorschlag, Bijan soll kandidieren können. Er ist heute krank. Er sagt, ein Genosse würde ihn vorstellen. Nee. Entschuldigung, sie ist krank. Er ist noch nicht mal persönlich anwesend, sondern er ist krank. Und ein Genosse wird ihn vorstellen. Also das ist schon fast an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, oder? Entschuldigung, ich muss mich daran gewöhnen, weil Bijan war bis eben für mich ein Mann. Bijan hat seine Kandidatur erklärt, da kann man nicht einfach Nein sagen. Bijan muss kandidieren können und ein Genosse, so hat er mir gesagt, würde ihn vorstellen. Ist der Genosse denn da, der ihn vorstellen würde? Nee. Nee, man hört immer nur nee. Genosse will ihn vorstellen. Ist der Genosse da? Nee. Dann ist es ein Problem. So geht's nicht. Alles klar, der Genosse ist da und Bijan hat seine Bewerbung vor, wann hat er das an euch geschickt? Kevan? Von der Stunde? Vor 1 oder 2 Stunden. Bewerbung ist eingegangen, also darf der Genosse für 5 Stunden. Nee. Da gibt es Einwände. Aber es hilft, liebe Leute, es gibt die Möglichkeit, sich noch im Parteitag hier vor Ort zu bewerben. Das haben wir jetzt mit Gunit auch so gemacht. Es gibt jetzt diese Bewerbung und ich würde jetzt raten, lasst es die Vorstellung machen und dann gehen wir weiter. Wir werden viel mehr Zeit verschwenden und nerven, wenn wir jetzt in diese Diskussion darüber einsteigen, weil wir alle nicht mehr Informationen haben. Wir sind jetzt aber auf der sicheren Seite. Das ist doch Kuckuloris. Ja, ist es ja auch, hat er recht. Warum bist du denn in der Partei? Das ist doch, die ganze Partei ist doch Kokolores. Ich meine, ich als Hamburger muss ja sagen, das wäre ja wirklich ein Albtraum, von so einer Partei regiert zu werden. Also man muss ja auch nicht mit allem einverstanden sein, was der rot-grüne Senat in Hamburg so treibt. Aber wenn die noch mit dabei wären, also das wäre ja furchtbar. Lasst es uns machen. Wer von uns will jetzt bewerten, wann sich Bijan gemeldet hat beim Bundesvorstand und wann nicht? Ja, aber das liegt da nichts vor. Es muss hier vorliegen, und zwar die beiden Dinge, die du benannt hast. Einmal die Bewerbung, die liegt offensichtlich per SMS vor, und die Erklärung. Per SMS liegt die Bewerbung vor. Die liegt uns vor. Ja. Auf welcher rechtlichen Grundlage sagst du das? Du hast gesagt, das muss beides gegeben sein. Ja, finde ich auch. Ja, aber wir können jetzt nicht aufklären, ob das in der Bundesgeschäftsstelle vorliegt oder nicht. Dann kann er nicht kandidieren. Wenn das zweifelhaft ist, kann er nicht kandidieren. Oder so. Aber man möchte auf der anderen Seite ja auch eine Transfrau nicht diskriminieren. Ne? Ach, das ist ja auch... Ach, nee. Jetzt nicht zur Kandidatur zulassen, auch wenn das alles dubios ist und nicht richtig ist, können wir ja auch nicht machen, ne? Das ist großartig. Also ich würde mal vorschlagen... Dann stellt jemand den Antrag, dass jetzt der Parteitag darüber abstimmt. Ich würde vorschlagen... Ich würde vorschlagen... KP? Also, wenn Bijan das der Bundesgeschäftsstelle mitgeteilt hat im November,
dann gehe ich mal davon aus, dass die Bundesgeschäftsstelle dem entsprechenden Kreisverband, also dem Kreisverband Altona, das mitgeteilt hätte. Das ist bis heute nicht geschehen. Insofern würde ich davon abraten, ihn hier kandidieren zu lassen. Ihn. Sie, nicht ihn. Oder willst du hier Transfrauen diskriminieren? Hä? Das ist ja unglaublich, sowas. Ich würde gerne... Oh, liebe Leute, echt. Es bleibt uns echt nichts erspart. Nee, in der Tat. Bijan hatte mir eben auch gesagt, dass der alte Bezirksvorstand Altona das wusste. Und Metin hat es gerade bestätigt, dass Metin es weiß. Insofern ist es mir wohl nachgewiesen. Das wussten wir vorher nicht. Er hat sich ein bisschen arg... Sie hat sich ein bisschen arg spät beworben. Gut. Es wäre ja schön gewesen, man hätte es proaktiv erfahren. Also bitte, Genosse, 5 Minuten für Bijan Tabasoli. Liebe Genossinnen und Genossinnen, ich kann leider nicht persönlich hier sein, weil ich diese Woche an Corona und vermutlich Affenpocken erkrankt bin. Schon zu lange werden wir Frauen in dieser... Beides gleichzeitig? Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch eine reife Leistung. Geht das überhaupt? Transphobenpartei diskriminiert. Mann und vor allem Frau... hat es wieder bei der Reaktion auf die schreckliche Rede der Neonazin Sarah W. gesehen. Alle FunktionärInnen der Partei regen sich darüber auf, dass sie unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck auf unverschämte Art und Weise angreift. Aber hat auch nur ein Trotz... Was ist denn mit der Werbung? Keine Ahnung. Was ist denn da bei uns jetzt eingestellt? Ich weiß es nicht. Es ist keine Absicht. Wir sind hier noch in der Findungsphase mit diesem Affiliate-Ding. Also seht ihr jetzt andauernd Werbung zwischendurch? Werbespots oder was? Also wenn man das Abo hat, hat man ja keine Werbung, ne? Das habe ich doch richtig verstanden. Ja, ich kann das nicht sehen, wann Werbung läuft. Ich weiß es nicht, wann Werbung läuft. Gerade kamen 3 Spots mit Abo keine Werbung. Okay. Ist das Satire? Meinst du jetzt mich oder den Parteitag? Was meinst du jetzt? 3 Spots, oha. Ja, nee, ihr sollt natürlich nichts verpassen. Das ist ja klar. Das ist natürlich auch blöd. Ich weiß ja gerade nicht, was man da machen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Folger war im kleinen Fenster ohne Ton. Ach so. Aha. Ja, weiß ich jetzt. Kann ich jetzt gerade nichts sagen. Also, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es tut mir leid. Du kannst den Schieberegler für Werbung nach unten setzen. Ja, okay, wenn Werbung ist, schreibt kurz in den Chat. Ist das für alle gleichzeitig, kommt die Werbung oder was? Also die ist nicht bei euch individuell, die kommt bei jedem gleichzeitig. Verstehe ich das richtig? Aha, gut. Ja, okay, dann müsst ihr mir das kurz sagen. Also anders weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Werbung. Bei mir kam keine. Ja, habt ihr abonniert? Wenn ihr abonniert habt, seht ihr ja keine Werbung. Ja, jetzt geht's hier schon genauso los wie auf dem linken Parteitag mit uns. Kommt noch bei allen unterschiedlich. Achso, ja, das kann ja, was soll ich da machen, wenn bei jedem anders die Werbung kommt? Ich kann ja nicht jeden individuell hier bedienen, das ist schlecht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Trotzkistische Genossin darauf hingewiesen, dass die Wiederholungstäterin Sarah R. ihre Rede überhaupt nicht korrekt gerendert hat? Nein! Denn das Leid von uns Frauen ohne Gebärmutter ist euch doch egal. Es gibt Tage, da bin ich kurz... Frauen ohne Gebärmutter, das sind quasi Männer, die sich zu einer Frau deklarieren. Sind Frauen ohne Gebärmutter oder was? Alles klar. Kurz davor in Tränen zusammenzubrechen. Aber es wird noch schlimmer. Wie oft werden wir Frauen ohne Gebärmutter auf unseren Körper reduziert? Wie oft gleiten die gierigen Blicke von Machos wie Kai, Uwe, Peter oder David Strobel über unser junges Fleisch? Was? Ja, weil ja Transfrauen besonders attraktiv sind und besonders begehrenswert sind, oder was? Hä, wir werden auf unsere Blicke reduziert? Die gierigen Blicke? Wen meint die denn? Versteht ihr das? Schluss damit!
Die Zeit, in der alte, weiße Stalinistenmänner ungestraft wehrlose Trotzkistenfrauen wie mich mit einem Eispickel vergewaltigen konnten, ist vorbei. Ihr alten weißen Männer seid auf den Müllhaufen der Geschichte. Verschwindet aus der Linken und geht doch in die KPD zu Honecker oder eine andere stalinistische Schlägertruppe. Ich stoppe jetzt mal ganz kurz die, Zeit, weil, Mitglieder sozusagen jetzt hier zu beschimpfen und zu beleidigen, das ist nicht statthaft. Also wir haben einen anderen Umgang miteinander vereinbart und da möchte ich dich bitten, dran zu halten. Darf Danke. Ich bitte die Rede der Genossin Bijan weiter vortragen? Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ja, es ist gut, dass mittlerweile ein Großteil unserer Linken so denkt. Vor allem in der Bundestagsfraktion mit so tollen Trans-Allies wie Anke Domscheit-Berg und Cornelia Janine Wissler. Und auch mein ehemaliger Gegner beim Kampf um Platz 1 in der Europaliste, Martin Schirdewan, ist nun ein Verbündeter. Er versicherte mir vor kurzem in Brüssel, dass ich eine wunderschöne, starke Frau bin. Aber auch eine zarte, zerbrechliche Blume. Und deshalb kandidiere ich als Landessprecherin unserer Partei. Es ist endlich Zeit, die patriarchale Mentalität zu überwinden und eine Frau ohne Gebärmutter zur Landessprecherin zu wählen. Hallo? Es ist schon 2022. Als Landessprecherin werde ich dafür kämpfen, endlich alle vernachlässigten Themen in den Vordergrund zu stellen. Die Akzeptanz von Transfrauen, Frauen ohne Gebärmutter und Frauensternchen erhöhen. Dazu gehört eine Quote in Aufsichtsräten aller staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen. Zweitens, ich werde in den jahrelangen Krieg Bitte zwischen seid ruhig, damit und er in Ruhe weitersprechen kann. Endlich schlichten. Ladies, es ist egal, ob ihr Pre- oder Post-OP seid. Ihr seid alle wunderschöne Frauen. Drittens, alle Bücher der transphoben, homophoben und antisemitischen Rassisten Jen K. Rowling verbieten. Kein Platz für Harry Potter verbieten, genau. Raus aus den Buchläden damit. Und die Filme in die Mottenkiste, oder was? Scheißdreck. Viertens, ich werde den vertuschten Parteispendenskandal zur Veruntreuung von Fraktionsgeldern lückenlos aufklären, so wie es mein Mentor Fabio De Masi bei mir bei Aufstehen beigebracht hat. Fünftens, ich werde eine Kampagne entwickeln, um gegen Fatshaming vorzugehen und die Fatfans motivieren, ihren runden Körper zu lieben. Theresa Jakob wird mir dabei helfen. Sechstens, ich würde jetzt vorschlagen, dass... Ich möchte jetzt, dass das... Also ist Theresa Jakob ist offenbar eine übergewichtige Frau, oder was? Ja, das ist doch nicht ernst gemeint. Der verarscht die doch, oder? Das ist doch Verarsche. Falls Fleck, genau, würde ich auch sagen. Ich sage, legalisiert Crystal Meth und die Chemsex. Tatsu Müller von der Rosa-Luxemburg-Schuss wird uns dabei helfen. Sag mal. Das ist ja geil. Großartig. Nee. Theresa, du möchtest deine persönliche Erklärung abgeben? Ja. Ich lasse mich auf diese Art und Weise nicht in eine persönliche Auseinandersetzung ziehen. Nein. Ich bin keine erklärte Freundin von Bijan Taposido. Ich habe sein Ausschlussverfahren unterstützt. Und andere. Das ist eine Frau, klingt wie ein besoffener Kerl, spricht die. Oder ist das auch irgendwie trans oder irgendwas? Man blickt ja gar nicht mehr durch bei denen, wer da was ist. Aber auf diese Art und Weise mich in einen Konflikt hineinzubeziehen, mich als Transidentin in einen Konflikt hineinzubeziehen und zu beleidigen, das weise ich auf aller Schärfste zurück. Und das, was eben vorgetragen worden ist, ist für mich der nächste Grund, ein Ausschlussverfahren zu beantragen. Theresa, du hast, glaube ich, die volle Unterstützung des Parteitages. Und wir schlagen vor, dass wir hier kurz unterbrechen und uns kurz sammeln und dann in Ruhe weitermachen. Also, Sabine hat jetzt vorgeschlagen, dass wir eine kurze Pause machen. Wir haben es jetzt 15.36 Uhr. Ich bin dafür, ich schlage jetzt vor, dass wir bis um... Ich würde nach Hause gehen an der Stelle. Ich würde sagen, wisst ihr was? Ich werf mir zu Hause lieber Netflix an, anstatt mir den Scheiß hier weiter anzugucken.
15.50 Uhr Pause machen, uns alle beruhigen, wir trinken ein bisschen Kaffee, rauchen eine. Wir im Prinzip ach nee, ach, gequalmt werden kann weiterhin, ne? Das ist korrekt, oder was? Wir rauchen mal eine. Wir sprechen uns hier ein bisschen, ja? Merkt ihr euch die Reihenfolge? Ich glaube, ihr könnt auch solidarisch sein und ihr könnt euch die selber merken. 15 Minuten. Genau, seid doch mal solidarisch, ne? Das ist hier wieder mal ein bisschen zu arg egoistisch hier auf dem Parteitag. Ich habe jetzt bis 15.50 Uhr gesagt und jetzt gehen die Leute raus und deswegen lassen wir es so. Ja, super. Onu? Wir möchten hiermit erklären, dass wir die erneute Kandidatur von Bijan als bewusste Provokation verstehen. Als Zeichen der Solidarität möchten wir darum bitten, dass sich alle einmal erheben und dem Präsidium den Rücken zudrehen. Danke. Danke. Das Präsidium stellt fest, es ist kein GO-Antrag. Es folgt aber der Landesparteitag. Warum denn den Rücken zudrehen? Was, damit demonstriert man noch eher, dass man dem Präsidium widerspricht oder sich vom Präsidium abwendet. Hä? Als Zeichen der Solidarität stellt ihr bitte alle mal auf und dreht dem Präsidium den Rücken zu? Was soll das denn? Wo ist denn da bitte die Symbolik? Was? Versteht ihr das? Das ist doch schlimmer als eine Sekte. Das ist ja entsetzlich. Also, wie kann man in so einer Partei Mitglied sein? Wie kann man seine schöne Freizeit, seine Zeit opfern für so einen Hühnerhaufen? Das ist doch unglaublich, sowas. Dem Aufruf. Oh Gott. Ich würde jetzt bitten, dass wir weitermachen. Haben es ja alle gemacht? Ja, ich habe jetzt noch. Die sieht ja aus wie Katharina Saalfrank. Ja. Die wird dann noch fehlen. 2 Minuten und benutzt die Stelle dann jetzt einfach nochmal, um die persönliche Erklärung abzugeben und uns ein bisschen Zeit später zu sparen. Vor dem Hintergrund der Scheiße, die wir uns gestern und auch heute wieder geben mussten und in Solidarität mit den anderen Betroffenen. Ich hatte bisher kein Interesse daran, das Thema auf die Bühne zu bringen, weil ich echt keine Lust auf den Kindergarten habe, der danach folgt. Ach, aber gut. Fängst du noch an zu heulen, oder was? Ich bin Transgender und ich wünsche mir, dass der Landesverband in 10 Jahren in einem Zustand ist, in dem es endlich mal fucking privat sein kann, in dem ich das nicht vor 150 Leuten... Du bist ja auf dem Parteitag, Mädel oder Junge oder was. Das Wort Scheiße ist schon gefallen, das Wort fucking ist schon gefallen. Sag mal, Leute, wie seid ihr drauf? Eine Kamera ausbreiten muss, um mich zu solidarisieren. Ich das nicht mehr muss, weil wenn jemand sich hinstellt und so eine transfeindliche Scheiße raushaut, er von Liste links uns und Quo Vadis von der Bühne gewuht wird. Weil diese menschenverachtende Wichse einfach mal nichts mit Antikapitalismus zu tun hat. Okay, jetzt haben wir schon Scheiße gehabt. Fucking und Wichse haben wir jetzt auch noch gehabt. Gleich sperrt Twitch mir den Stream hier und entzieht mir den Affiliate-Status wegen der vielen Schimpfwörter hier. Und zur Liste links. Ich möchte sagen, auch wenn ein paar von euch gestern dümmlich mitgekichert haben. Ich bin echt froh, dass ihr wieder eine klare Linie zu Bijan gefunden habt und echt dankbar auch, dass ihr gestern so konstruktiv beruhigend mit Bernard umgegangen seid. Ich gebe zu, ich habe eure Warnung für Bijan vor 4 Jahren erst nicht vollends ernst genommen. In einer Sitzung, in der ihr mich 10-mal Faschist nennt, ist die Mitteilung, dass irgendein Mensch, den ich nicht kenne, der bei uns sitzt, ein Sexist ist, erstmal nur das, eine Mitteilung. Aber als Bijan kurz darauf meinte, dich, Franzi, in kleiner Runde sexistisch beleidigen zu müssen, um bei uns Punkte zu machen, war dieser Mensch für mich und für alle Anwesenden gestorben. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Und um dann nochmal kurz an Victoria anzuschließen, auch wenn wir sonst unüberwindbare Konfliktlinien haben, wenn es gegen Sexismus und Faschismus geht, stehen wir zusammen. Wenn es um Faschismus und Sexismus geht, stehen wir zusammen. Das könnte man auch als Zustimmung zu beidem werten, den Satz. Ne? Wir müssen ja den Landesvorstand und wollen ihn ja auch noch fertig wählen. Wir haben jetzt bisher nach Beschluss, dass wir 20 Plätze haben wollen, plus den Platz des
Jugendvertreters oder der Vertreterin 10 Plätze gewählt. Davon ist einer noch frei geblieben, also insgesamt eigentlich 11. Und das heißt, nach Lage der Dinge, wie viele Genossen und Genossen schon gewählt wurden, haben wir heute jetzt noch einen Wahlgang, und das ist der Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung, weil wir noch 9 Frauenplätze zu wählen haben. Wir haben schon viele Bewerbungen vorliegen. Die, die wir kennen, würde ich vorlesen, oder beziehungsweise vorab ist es eigentlich noch spannender zu fragen, ob noch zusätzliche Bewerbungen angemeldet werden. Ria Begley, jetzt kommt Gunhild Berdal danach, dann haben wir Regine Brüggemann, Antje Conté, die muss nach oben, die ist Heike Faust-Bennecke, Romina González, Susanna Camparides, Natascha Wilhelmi, und es ist uns heute schriftlich im Laufe des Vormittags noch eingegangen, die Bewerbung von Bijan Tafassoli. Dann haben wir jetzt noch, immer noch? Franziska Hildebrand, denke, die gilt nicht mehr. Gibt es noch weitere Bewerbungen? Ich nehme mich sofort dran. Gibt es noch weitere Bewerbungen? Das sehe ich nicht. Dann haben wir einen Geschäftsordnungsantrag. Ja, da ist noch eine objektophile Frau, die die Flugzeuge liebt. Die möchte auch gerne noch auf die Liste. Bach von Antje. Machst du noch mal die Liste? Entschuldigung. Wir möchten hiermit erklären, dass wir die erneute Kandidatur von Bijan als bewusste Provokation verstehen, die eine unserer Genossinnen herb verletzt und beleidigt. Als Zeichen der Solidarität möchten wir darum bitten, dass sich alle einmal erheben und dem Präsidium den Rücken zudrehen. Schon wieder? Danke. Danke. Das Präsidium stellt fest, es ist kein GO-Antrag. Es folgt aber der Landesparteitag. Wie oft findet das denn statt bei so einem Parteitag, diese Aktion? Ich würde jetzt bitten, dass wir weitermachen. Es gibt einen weiteren GO-Antrag. Ich habe es gesehen, Hans-Dieter, aber ihr wollt sicherlich nicht singen, sondern jetzt komme ich zu Christians GO-Antrag und dann gerne du. Das können wir vielleicht in der Pause noch mal gern organisieren. Es war schön gestern. Oh. Ja. Also, liebe Genossinnen und Genossen, ich muss jetzt erstmal das Mikro kaputt machen. Ich teile die Auffassung, dass die Kandidatur von Herrn Tavassoli eine Frau. Provokation ist. Ich hab es für einen fundamentalen Fehler gehalten, dass das Präsidium gestern die Kandidatur zugelassen hat, dass das fingiert, unglaubwürdig und gelogen ist, was hier zur Kandidatur geführt hat, ist, denke ich, den meisten bewusst. Zumal Herr Tavassoli ja auch entsprechend in den vergangenen Jahren genau für solche Aktivitäten, die sich gegen die innerparteiliche Kultur richten, aufgebaut wurde. Ich möchte deswegen das Präsidium dringend auffordern, sehr genau zu prüfen, wie die neue... Das Präsidium kann ja auch mal den Delegierten den Rücken zudrehen und aufstehen und hinten an die Wand gucken. Ne? Das wäre ja dann auch vielleicht... ...Satzungsregelung ist, ich habe es... grob im Ohr, ich habe es leider schriftlich nicht vorliegen, ich habe es grob im Ohr, dass im Mitgliederprogramm eindeutig hervorgehen muss, ob die Person, die auf der Frauenliste kandidieren will, einen entsprechenden Hinweis haben muss. Dafür reicht es nicht, dass ein Genosse oder ein Genosse das bestätigt, sondern es muss im Mitgliederprogramm festgehalten sein. Und ich bitte sehr dringend, genau das zu prüfen und nichts anderes. Und wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass Herr Tavassoli auf der Frauenliste kandidieren kann, stelle ich den Antrag, diskriminierend hier nicht zuzulassen. Vielen Dank, Christian. Heike wird dazu Stellung nehmen. So ärgerlich für und wie unangenehm. Wozu haben die eigentlich oben dieses Pult da mit dem Mikro, wenn sie alle sich da vorne vor die Bühne vor das Mikro stellen und dort reinreden? Was soll denn das? Wozu haben sie denn oben extra das Pult aufgebaut? Das ist nur für die Elite oben das Pult oder was oder wie? Das ist ja sehr, sehr links und sehr solidarisch, was wir hier erleben. Ne? Für viele die Kandidatur zu Recht ist. Ich habe es gestern schon mal gesagt. Es geht darum, dass im Mitgliederprogramm es hinterlegt werden muss, welche Geschlechtszugehörigkeit du dich
zugehörig fühlst sozusagen. Und das muss 6 Wochen vorher bei der Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein. Wir können es heute zurzeit und konnten es auch gestern nicht überprüfen. Wir haben den alten Bezirksvorstand aus Altona, eine Person von Metin Kaya, gefragt. Und Metin Kaya hat gestern bestätigt, dass vor 3 Jahren oder ich weiß gar nicht, Bijan das dem Bezirksvorstand Altona mitgeteilt hat. Bijan hat dem Dings gesagt, Quatsch, Metin hat Bijan gesagt, er muss das weitergeben. Auf alle Fälle war es bekannt. Wenn wir jetzt sagen würden, sie dürfte das Recht als Mitglied zu kandidieren nicht wahrnehmen, dann laufen wir Gefahr, eine Wahlanfechtung zu bekommen. Und deswegen hat das Präsidium gestern entschieden zu sagen, sie darf kandidieren. Das wird heute genauso sein. Und ich glaube, es wäre verschwendete Zeit, da lange drüber zu reden. Sie kann antreten und der Landesparteitag wird eine weise Entscheidung fällen. Wir werden keine anfechtbare Wahl haben und wir werden, glaube ich, auch nicht jemand in den Landesvorstand wählen, der so agiert. Muss ja nicht gewählt werden, ne, klar. Danke, Heike. Dazu? Ja. Ich lese mal die Formulierung aus der Satzung vor. Für die geschlechtsspezifische Regelung der Partei ist die hinterlegte Geschlechtsidentität im Mitgliederprogramm entscheidend. Ja. Das heißt, die Frage ist nicht, ob Bijan das vor 6 Wochen, vor 3 Monaten oder vor 1 Jahr gemeldet hat, sondern entscheidend ist, ist es im Mitgliederprogramm hinterlegt oder nicht. Und ich frage jetzt mal, ob die Geschäftsstelle von hier aus die Möglichkeit hat, das zu prüfen. Denn wenn es nicht hinterlegt ist, dann ist völlig unerheblich, wann es wo angemeldet worden ist. Und ich finde, da es sich lohnt, diese Kandidatur nicht zu machen, übrigens gilt das auch vice versa, wenn er jetzt kandidiert und gar nicht kandidieren durfte, würde das auch anfechtbar machen. Und insofern bitte ich jetzt alle Möglichkeiten auf. Das ist ja jetzt der Punkt, warum die Grünen und auch die Linke langsam in Schwierigkeiten kommen mit ihrer Ideologie, weil sie eben diese Frauen- und Männerplätze irgendwann beschlossen haben, dass die alle quotiert sein müssen. So, und jetzt kommen andauernd irgendwelche Leute, die sich irgendwo dazwischen befinden. Und dann geht das Chaos nämlich los. Ne? Also im Grunde müssten sie das wieder komplett abschaffen und sagen, jeder Platz ist frei, jeder kann kandidieren auf jedem Platz, weil so kommst du ja nicht mehr weiter. Das ist ja Irrsinn, was die da veranstalten. Zu schöpfen, das zu prüfen, wäre heute Nacht übrigens auch gut gegangen. Dazu, Heinz-Dieter, oder... Ja, Heike hat einen GO-Antrag, aber wir sind im laufenden Verfahren eines GO-Antrags. Ich habe mich auch jetzt für einen GO-Antrag gemeldet. Also, da steht noch eine Information aus von euch. Ist er anwesend? Wird er hier persönlich sprechen? Nein. Wird wieder jemand ihn vertreten? Nein, er hat sich gestern vorgestellt und das ist einmal ausreichend. Er hat Corona und Affenpocken. Und Sie auch. Beide. Okay. Und dass man seine schriftliche Kandidatur vorlegen kann, das kennen wir ja. Dann ziehe ich meinen Antrag zurück. Ich hätte sonst gebeten, dass wir gemeinsam den Raum verlassen, wenn hier jemand für ihn spricht. Der Geschäftsführer. Den Rücken zudrehen, reicht doch. Ah nee, Rücken zudrehen ist ja solidarisch. Also Raum verlassen ist Abneigung und Rücken zudrehen ist solidarisch. Das haben wir jetzt schon gelernt. Ja, in der Funktion möchte ich euch mitteilen, dass in der Mitgliederdatenbank bei Bijan Tavassoli das Geschlecht männlich vermerkt ist. Das wäre natürlich schön gewesen, man hätte das auch mal erfahren. Vielen, vielen Dank. Dann Leute, das ist aber nicht das Entscheidende. Doch. So, ich unterbreche die Sitzung für fünf Minuten und das wird jetzt geklärt. Punkt. Nee, Leute, ich kann es einmal erklären. Um Gottes Willen. Wenn in Hamburg wieder gewählt wird, wann ist denn das? In 2 Jahren, glaube ich. Dann müsste man das im Grunde genommen, müsste man das einfach nur andauernd zeigen. Und ich glaube, jeder, der das einmal gesehen hat, der wird doch diese Partei nie wieder wählen. Selbst wenn er sich als links deklariert. Das ist doch Affentheater. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja, jetzt diskutieren wir das nochmal aus, ne? Wie gehen wir denn damit jetzt um? Was soll diese Einblendung andauernd immer? Ja. Erste Tagung des 8. Parteitags. Das klingt so ein bisschen so, wie die SED das früher immer benannt hat, ne? Erste Tagung und 13. Parteitag der neuen zweiten Internationale, wie sie es immer alles benannt haben, die SED früher in der DDR. So kommt mir das so ein bisschen vor. Naja, es ist ja auch ähnlich gestrickt, der Haufen.
SED-Nachfolgepartei, ja. Nein, nicht mal Nachfolgepartei, es ist sogar dieselbe Partei. Die hat sich einfach nur umbenannt. So ist es ja sogar richtig, wenn man ganz genau ist. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Nee, mit der Faust natürlich, mit links natürlich. Was ist denn jetzt? Wir möchten gern beteiligt werden. Ja, super. Das hättest du rausschneiden können, Tom Rathke. Das müssen wir uns nicht angucken. Ja, also, ich habe die Linke einmal auf Bundesebene gewählt. Das war auch schon vorletzte Bundestagswahl oder so. Da fand ich ihre außenpolitischen Positionen ganz gut, weil es die einzige Partei war, die sich auch mal so gegen so Kriegslüsternheit gewandt hat. Das war dann mal das einzige Mal, aber ansonsten, das ist also in Hamburg, lieber fault mir die Hand ab, bevor ich denen in Hamburg hier die Stimme geben würde. Das ist doch furchtbar. Hat sich nicht sogar die Bundespartei distanziert von der Hamburger Landespartei, vom Landesverband? Da war doch irgendwas, meine ich mich zu erinnern. Ja, die Grünen sind auch gegen Krieg, wenn sie in der Opposition sind, ja. Wenn sie regieren, sind sie die Ersten, die in den Krieg ziehen. So ist es bei den Grünen, ja. Wir müssen uns nicht das Pausenschild hier angucken. Wie lange geht denn das? Ah, geht weiter. Es geht jetzt weiter. Ich hoffe, wir haben das jetzt geklärt. Ja, aber wir müssen wirklich daraus lernen, nicht. Weil das ist echt jetzt nicht gut und rund gelaufen. Nee. So. Also, ist das eigentlich live im Fernsehen übertragen worden? Es gibt auf jeden Fall ja einen Livestream, wie man sieht. Sonst hätte er ja diese komplette Aufnahme nicht. Ist vor 3 Jahren dem Bezirkssprecher in Altona mitgeteilt worden. Und insofern ist es leider Gottes ein Versäumnis in den Parteistrukturen, dass das nicht entsprechend in der Mitgliederliste eingetragen wurde. Und insofern kommen wir so nicht aus dieser Nummer raus. Ich glaube, ihr habt alle zusammen solidarisch deutlich gemacht durch eure Beiträge am Mikro und durch das Erheben, was ihr von dieser Kandidatur haltet. Und den Rücken zudrehen. So, ich kann mich dem bloß anschließen. Das haben wir gestern gemerkt, was von dieser Kandidatur zu halten ist. Und sie wird jetzt in ihren Mitgliederrechten respektiert und auf der Liste zur Sicherung der Mindestquotierung aufgenommen. Eine weitere Vorstellung ist nicht möglich, da sie sich gestern hat vorstellen lassen. Dankeschön. Schade, aber auch. Vielen Dank, Martin. Hätten Sie gerne nochmal gehört. Ich schlage vor, dass wir jetzt das so machen, weil ich glaube, wir am wenigsten Nerven und am wenigsten Zeit damit verschwenden. Und alles andere ist, glaube ich, jetzt wirklich schon dokumentiert und gesagt worden. Ich lese jetzt noch mal die Liste einmal vor, damit wir sicher gehen, dass alle Namen aufgenommen worden sind. Wir haben 13 Kandidaturen. Ja, aber ist da immer noch drauf, Bijan Tavassoli. Also nach wie vor tritt sie, er, es ja zur Wahl an. Das sind überwiegend Frauen, nur Frauen, ne? Achso, ja genau, das sind ja die Frauen. Ja, haben da Männer überhaupt eine Chance, irgendwie sich aufstellen zu lassen? Oder ist das eine reine Frauengeschichte oder was? Wie läuft denn das? Wahlgang zur Sicherung der Mindestquotierung. Also die Frauen dürfen erstmal die besten Plätze belegen und wenn noch was über ist, kriegen die Männer noch was ab oder was? Oder wie läuft das? Hä? Ich dachte immer, es geht abwechselnd. Männer, Frau, Mann, Frau. So kenne ich das normalerweise. Ahrens Bödel, Christiane Albrecht, Ria Begley, Gunhild Berdahl, Regine Brüggemann, Antje Conté, Heike Faust-Benecke, Romina González, Franziska Hildebrand, Susanna Camperides, Victoria Mader, Bijan Tavassoli, Natascha Wilhelmi. Ist das so vollständig oder habe ich einen Namen vergessen? Gut, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Wir würden vorschlagen, dass wir es wie vorhin machen. Alle Kandidatinnen haben die Möglichkeit, sich in 3 Minuten vorzustellen. Es gibt dann 15 Minuten die Gelegenheit, für euch Nachfragen zu stellen, Fürreden oder alles Mögliche zu machen. Immer im Wechsel 1 Minute. Und die Kandidatinnen haben dann noch mal Zeit, 5 Minuten zu antworten. Ich hoffe, das ist weiterhin Konsens. Und dann würde ich jetzt in der Reihenfolge, lieber Till,
Noch ein kleiner Hinweis zum Verfahren. Ich bin auch dagegen, dass Bijan hier nochmal kandidieren kann. Es gibt übrigens kein Recht darauf, dass eine schriftliche Kandidatur verlesen wird. Das will ich auch nochmal deutlich machen. Man kann auch sagen, es gibt sie, aber wir sind nicht verpflichtet, sie zu verlesen. Machen wir ja auch nicht. Aber was ich jetzt wichtig finde, ist, dass wir hier ein anderes Amt haben als gestern. Und man dazu auch anders kandidieren kann als gestern als Landessprecher, Landessprecherin. Und deswegen hat Gündel auf jeden Fall das Recht, hier ihre Kandidatur nochmal zu begründen. Gibt es dazu eine Gegenrede? Heike. Heike. Was wir für Bijan sagen, gilt natürlich auch für Günhild und gilt generell, wer sich einmal vorgestellt hat, hat eine Bewerbungsrede zu seiner Person gehalten und macht es auch nicht zum zweiten Mal. Wir wählen ja insgesamt den Landesvorstand, deswegen die Gegenrede. Vielen Dank. Dann stimmen wir das jetzt ab. Wer ist dafür, dass sich jetzt Günhild noch einmal vorstellt? Und damit im Grunde auch Bijan, ja, das muss man konsequenterweise sagen. Ja, es ist so. Ich kann nicht folgen. Also ich muss ja nur als Präsidium dann auch gleiche Rechte für alle formulieren. Ja. Ja. Ja, das ist doch manipulativ, was du da machst. Es ist doch allen bekannt, dass Bijan gar nicht hier ist. Und zu sagen, wer jetzt Günnel erlaubt, dass sie kandidieren kann, was übrigens auch die Aussage, was für Günnel gilt, gilt auch für Bijan oder andersrum, das ist eine Frechheit. Also Bijan. So. Till, wir sind jetzt in einem Verfahren. Bijan ist ein reaktionärer Chauvinist. Till, wir könnten jetzt über viele Kandidaturen ganz viel sagen. Ich entziehe dir jetzt das Wort. Ja, das hast du, weil ich das wir sind jetzt hier in noch einem mal. Abstimmungsverfahren. Na, ja, aber du manipulierst und das ich Verfahren, möchte jetzt, ich dass der Landesparteitag darüber entscheidet. Das kann er nicht. Die Wahlordnung sieht vor, dass der Kandidiert seine Kandidatur begründen kann. Und der Parteitag kann dieses Recht nicht einzelnen Leuten entziehen. Das liegt nicht in der Entscheidung des Parteitags, sondern das ist durch die Wahlordnung klar vorgegeben. Und ich bitte euch. Ja, aber zum zweiten Mal. Warum zum zweiten Mal? Nehmt vielleicht auch die Erfahrung von Martin mit zur Hilfe. Die Wahlordnung, das ist vorhin gesagt worden, gilt für die Bundespartei auf allen Ebenen. Und Kandidaturbegründungen sind möglich und Bijan ist nicht hier. Und ich sage nochmal, wer möchte, dass Bijan sich hier nicht vorstellen kann, der sollte schärfer dagegen vorgehen, dass überhaupt so ein Scheiß möglich ist. Ich möchte jetzt, dass der Parteitag darüber abstimmt, ob wir Bijan und Günhild die Gelegenheit geben, nochmal sich vorzustellen. Wer das möchte, hebt jetzt bitte die Karte. Wer ist der Meinung, dass sich Günhild und Bijan gestern schon vorgestellt haben? Keiner hebt die Karte. Wer ist der Meinung, dass sich Günhild und Bijan gestern schon vorgestellt haben? Wer ist der Meinung? So, das ist die Mehrheit. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? So. Ist das ein GO-Antrag? So. Nein, es ist kein GO-Antrag. Gibt es weitere Ansprüche oder wollen wir jetzt mal mit den Vorstellungen beginnen? Das ist so ein bisschen wie Reinhard May, ne? Einen Antrag auf Beantragung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit. Kennt ihr den Song? So kommt mir das gerade ein bisschen vor. So, ich schlage jetzt. Ist das ein GO-Antrag? Ja, schlag mal, genau. Ach so. Ja, also da ich diese Entscheidung für wahlordnungswidrig halte, ist mein Tee. Beantrage ich jetzt, dass wir eine 10-minütige Pause machen. die machen ja mehr Pausen als Parteitag. Da könnt ihr nicht Nein sagen, weil die Tatsache, dass ich das beantrage, stimmt. Martin, und hab mir eigentlich die Regeln gelesen an der Tür und die Hinweise auf das Dazwischenpöbeln und so. Ja, du müsstest so. Nachweisen, dass die hassen sich ja alle gegenseitig, das ist ja furchtbar. Was ist das? Das ist doch keine Partei. Und die wollen was reden von Solidarität und Miteinander? Wollen die uns was erzählen oder was? Das ist doch Hass und Niederträchtigkeit, die hier stattfindet, oder? Das hat doch mit Solidarität nichts zu tun. Die gerieren sich alle immer so. Dass ich das nicht getan habe. Gibt es eine Gegenrede gegen Tills Antrag? Sag mir, du bist nicht berechtigt, vor einer Minute mir einfach das Wort wegzunehmen. Du wirst immer autoritärer da vorne. Vielen Dank. Ja, das ist so. Finde ich echt nicht gut, ne, dass du jetzt so autoritär wirst. Du bist hier zwar als Präsidium gewählt, aber das heißt nichts, dass du hier was zu sagen hättest.
Manchmal ist das, glaube ich, vonnöten. Also jetzt finde ich, ist langsam mit dieser Art und Weise, wie die Auseinandersetzung geführt wird, möchte ich bitten, dass wir ein bisschen wieder Ruhe reinbekommen, damit wir weiter arbeiten können. Wir wollen einen arbeitsfähigen Landesvorstand wählen und dazu gehört, dass wir das in der entsprechenden Ruhe machen. Danke. Maria, war das jetzt eine Gegenrede gegen das von Jill? Du warst noch gar nicht dran. Ich war immer noch dran, Sabine. Du hast dir aber einfach reden lassen. Der Typ ist aber auch irgendwie... Nee, den möchte man aber auch nicht irgendwie ein Bier trinken gehen, oder? Das ist glaube ich, den finde ich irgendwie etwas unsympathisch. Aber da bist du ganz parteilich. Ich darf nicht zu Ende reden, aber sie darf ohne aufgerufen werden zu reden. Ich sagte ja, du wirst nicht nur parteilich, was ist dein Antrag? Sondern auch parteilicher. Dass wir jetzt genau das machen, was Maria gesagt hat, nämlich die Möglichkeit schaffen dafür, dass wir hier etwas kultivierter weitermachen. Das heißt nicht Leute, die 3 Minuten reden dürfen, nach 30 Sekunden abzuklingeln und dafür zu sorgen, dass Leute, die nach Wahlordnung das Recht haben, sich vorzustellen, für das Amt, was wir hier haben, nämlich die erweiterten Landesvorstandsmitglieder, diese Möglichkeit auch wahrnehmen können, weil sonst diese Wahl wirklich anfechtbar wird. Und insofern sollten wir das in Ruhe miteinander klären und dann dazu kommen, dass wir eine Kultur haben, in der wir diejenigen, die jetzt hier kandidieren, ordentlich würdigen können, was sie hier inhaltlich vortragen und die formalen Sachen geklärt haben. Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Parteitag eine Abstimmung durchgeführt hat. Jedenfalls ist das mein Kenntnisstand hier oben. Und Till hat eine Pause. Till hat jetzt eine Pause beantragt. Ich frage den Parteitag, ob wir eine Pause... Ihr könnt ja während der Pause abstimmen. Wie wäre das denn? Ne? Das ist doch die beste Lösung. Wollen? Wer möchte eine Pause? Was wir in der Pause machen, das kann man dann noch überlegen. Wer möchte jetzt... Ja eben, was machen wir denn in der Pause? Wir haben alle eine Pause und wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Ne? Wir machen die Pause und stimmen in der Pause darüber ab, ob wir vielleicht lieber weitermachen sollten. Das wäre doch, glaube ich, die beste Lösung, oder? Jetzt keine Pause machen, sondern in die Vorstellung und in die Wahl eintreten. Hm. Ich würde sagen, dass das ausgezählt werden muss zur Sicherheit. Dann im Zweifel machen wir Pause. Im Zweifel machen. Ja, aber ich meine, so viele Leute sind das doch gar nicht, oder? Oder ist das nur ein kleiner Ausschnitt von dem Saal? Wie viele sitzen denn da? Gut, da an der Seite ist noch so eine Tischreihe und da auf der Seite auch. Wie weit nach hinten geht das denn noch, fragt man sich, ne? Na gut, bei so einem Landesparteitag, das sind ja schon 300-400 Leute in der Regel, ne, oder? Das wird, glaube ich, jetzt kleiner, als es ist, ne? So, jetzt wieder das Pausenschild bitte. Oder das, genau. Völker hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht. So. Ja, wieso? Eben war doch bis 13:30 die Pause. Jetzt ist sie bis 13:45. Also es hat ja kaum... Hä? Das kann doch nur eine kurze Pause jetzt sein, oder? Oder... Und nee, 12.30 Uhr stand gerade, ne? Oder wie war das vorhin? Oder 13:30? So, da geht's weiter. Ich glaube, Bijans Kandidatur von gestern hat uns sehr aus dem Tritt gebracht und die Dinge sehr chaotisiert. Ich glaube, da gibt es auch noch im Nachgang zu diesem Parteitag einiges zu klären und aufzuklären. Wir haben uns jetzt noch mal intensiv beraten, auch mit der Bundesebene und mit der Wahlordnung. Und wir schlagen euch jetzt vor, dass sich alle Kandidierenden und Kandidierenden, die sich schon mal hier zu einem anderen Amt innerhalb des LAFUS vorgestellt haben, neuerlich bewerben können, unter der Voraussetzung, dass sie persönlich... Ja, die Friedenstaube ist sehr glaubwürdig bei euch, ne? So wie ihr miteinander umgeht. Das glaube ich sofort, dass ihr für Frieden und Solidarität seid. Mit euch haben wir das bestimmt auf der Welt. ...anwesend sind. Wenn es dagegen jetzt keinen Widerspruch gibt, bitten wir, dass wir jetzt uns wieder entspannen. Das gilt auch für mich.
und wir dann in das die Kandidatenvorstellung eintreten. Ich entschuldige mich wirklich noch mal herzlich bei allen Kandidierenden, weil das wirklich nicht fair ist. Ich hoffe, dass wir das jetzt gut hinbekommen. Wir rufen alle auf. Ihr habt 3 Minuten Zeit, 15 Minuten Nachfragen, 5 Minuten wieder Antwort. Daniela ist nicht da und wird vertreten durch Maria. Maria, bitte komm nach vorne. Vielen Dank für eure Aber ist da überhaupt jemand da, der kandidiert, oder bleiben die alle mit dem Arsch zu Hause? Was ist denn das? Wenn ich für ein Parteiamt kandidiere, dann habe ich doch gefälligst auch da zu sein. Was denken die sich eigentlich? Es treten dann dauernd Leute auf die Bühne, die gar nicht kandidieren, sondern immer nur jemanden vertreten und für jemanden sprechen. Liebe Genossin, liebe Genossen, ich lese jetzt die Bewerbungsrede von Daniela Ahrensbüttel vor. Moin, liebe Genossinnen und Genossen. Ich bin das Gesicht zu meiner Bewerbung, Daniela Ahrensbüttel aus dem schönen Bezirk Bergedorf. Dort bin ich im Bezirksvorstand tätig. Ich bin für die Mitgliederbetreuung zuständig und mir ist es wichtig, Mitglieder zu halten und neue zu finden und die neuen zu integrieren. Wie ich schon in meiner Bewerbung geschrieben habe, sehe ich meine Stärken in der innerparteilichen Arbeit. Zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Bezirken und dem Landesvorstand flüssiger zu gestalten. Da wir auch in Hamburg ungeklärte Vorfälle verschiedenster Probleme haben, müssen wir dringend schnell gute Erwerbung. Wir haben ungeklärte Vorfälle verschiedenster Probleme? Was ist denn das für ein Satzbau? Da wir auch in Hamburg ungeklärte Vorfälle verschiedenster Probleme haben. Da muss ich immer drüber nachdenken. Strukturen aufbauen, um gemeinsame Wege zu ebnen, um Lösungen zu finden. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, dass ein gutes und faires Miteinander entsteht. Der Landesvorstand muss dafür den Rahmen schaffen und Leitfäden für uns alle entwickeln. Dieser Aufgabe möchte ich mich aktiv zuwenden und helfen, unsere Partei von innen zu stärken. Als fünffache Mutter und Erzieherin kann ich nicht verstehen, dass die Rechte der Kinder bis heute nicht im Grundgesetz verankert sind. Ich möchte mich mit unseren FachsprecherInnen der Partei und der Fraktion vernetzen, um gemeinsame Projekte umsetzen zu können. Ich handle lieber, als lange Reden zu halten. Deshalb. Ich bleibe lieber zu Hause, anstatt mich persönlich vorzustellen. Komme ich nun zum Ende meiner Rede und bitte erneut um euer Vertrauen und um eure Stimme. Danke. Vielen Dank, Maria, für die Vorstellung. Ich muss mal kurz die Rolle wechseln. Was muss sie die Rolle wechseln? Was ist das denn? Sie zieht eine Perücke über und zieht sich ein anderes Kleid an und kommt es als Transmann zurück oder was? Oder was meint sie gerade? Sie muss die Rolle wechseln. Und Sabine wird jetzt die Bewerbung von unserer Genossin Christiane Albrecht vorstellen. Liebe Genossin, Christiane hat mich gebeten, sie kurz vorzustellen. So was gibt's doch gar nicht. Wer ist denn da mal persönlich anwesend? Was seid ihr denn für einen Sauhaufen? Ich würde sofort sagen, Leute, wer hier nicht persönlich anwesend ist, darf nicht kandidieren. So einfach. Den Antrag würde ich stellen, wenn ich da wäre. Also wie ernst meint ihr das denn mit ihrer Kandidatur? Außerdem, mein Gott, wir leben im digitalen Zeitalter. Man kann sich doch auch vielleicht zuschalten lassen. Ist das nicht möglich, eine Zuschaltung irgendwie zu organisieren von zu Hause, wenn sie denn irgendwie, oder was? Was ist denn das? Viele von euch kennen sie, glaube ich. Christiane und ich sind beide über die Volksinitiative Eine Schule für Alle in die LRG der Linken gekommen, haben da lange Zeit auch ohne Parteimitgliedschaft mitgearbeitet. Christiane, ja, der Quatsch ist zum Glück abgelehnt worden in Hamburg damals, eine Schule für alle. Es war bei uns eine Volksabstimmung in Hamburg, unter anderem von denen, ja. Hat die Mehrheit der Hamburger nicht gewollt, aus guten Gründen. Eine heiße Verfechterin einer Schule für alle. Ja, sie ja. Hat bis vor 7 Jahren, 45 Jahre in Gesamtschulen und Stadtteilschulen, später auch im Schulleitungsteam
gearbeitet und war maßgeblich auch in der Arbeitsgruppe zur Entwicklung des inklusiven Schulgesetzes beteiligt. Sie möchte gerne als Mitglied im Landesvorstand. Na, Schule für alle ist keine Gymnasien mehr, keine und so weiter. Jeder ist gleichberechtigt. Der größte Volltrottel und der größte Einserschüler, alle sind gleich behandelt und gleichberechtigt. Weil es ist ja diskriminierend, Schüler, die vielleicht gerade erst aus Afghanistan gekommen sind und jetzt noch gar nicht richtig Deutsch sprechen, sozusagen dann jetzt nicht in eine Klasse zu stellen mit Abiturienten. No? Das können wir ja nicht machen. Ja, mit dem Ergebnis, dass natürlich das Lernniveau runter sinkt für alle auf das Niveau derjenigen, die am dümmsten in der Klasse sind. Das ist doch logisch. Ist ein ideologischer Quatsch hoch drei, also wirklich, also ehrlich. Vorstand dafür Sorge tragen, dass das ganze Thema Bildung, Bildungsarbeit, Bildungsgerechtigkeit noch einen höheren Stellenwert bekommt. Wir haben das ja auch ein bisschen. Bildungsgerechtigkeit. Es gibt immer dumme Menschen und es gibt kluge Menschen. Das ist nun mal so. Ich erspare mir jetzt zu sagen, zu welcher Kategorie du gehörst. In der Debatte gemerkt, dass wir das, glaube ich, wirklich noch mal verstärkt auch in unseren Parteigliederungen diskutieren müssen. Ja, auf einer Gesamtschule war ich auch. Gesamtschule heißt aber ja trotzdem, es gab ja Einserkurse und Zweierkurse. Es gab ja trotzdem getrenntes Kurssystem für welche. Ich war in Deutsch im Einserkurs und so weiter. Und die naturwissenschaftlichen Sachen, da war ich nicht so gut. Ich war, glaube ich, in Bio war ich im Zweierkurs. Da gibt es ja diese Unterscheidung wenigstens noch. Dann ist es ja auch okay. Ne, aber das ist ja nicht das, was die wollen. Die meinen ja was ganz anderes. Und sie würde gerne mithelfen, als Mitglied im Landesvorstand Bildungsarbeit zu machen und die Bildungspolitik noch mehr ins Zentrum unserer Partei zu stellen. Ich bitte euch um euer Vertrauen. Sie ist eine Supergenossin. Vielen Dank. Eine Supergenossin. Denn das ist die Parteiman, ne? Von die Partei, den ich auf der Comic-Con interviewt habe. Das ist ein Supergenosse. Jetzt bitte Ria Beckley, ich habe eben noch mal nachgefragt und das tut mir leid, Ria. Also. Das ist gut, war richtig. Okay. So, ist die denn wirklich jetzt auch keine? Ja, weil für andere Beiträge erwartet, Katja Saalfrank. Wurde. Trägerwarnung auch für meine Rede, es geht auch um Gewalt. Moin, wir Bachelor oder Beckley, ist beides richtig. Nord, LRG Queer, LRG Feminismus, letzter LAVO. Was? Wie in meinem Vorstellungsblatt beschrieben, sehe ich die Arbeit des kommenden LAVO vor allem auf die Partei gerichtet. Auf Parteitagen interessieren sich aber die meisten mehr für politische Prioritäten. Na gut. Wir haben einen Parteitag hinter uns, auf dem sehr harte Kämpfe geführt wurden. Die meisten zu Recht, denn diese Partei braucht endlich wieder klare Orientierung. Doch wir dürfen über unsere Konflikte nicht vergessen. Die Liste links ist nur ein Nebenwiderspruch. Der Hauptfeind steht rechts. Über Corona und Krieg vergisst man nur allzu schnell, was unser politisches Bewusstsein vor dem März 2020 geprägt hat. Lübcke, ja, weil eure Ideologien plötzlich nicht mehr relevant sind bei den Problemen, die wir jetzt haben in Deutschland und in Europa. Ne? Euren Quatsch will keiner mehr hören, weil die meisten mittlerweile gemerkt haben, dass das in die falsche Richtung geht. Das kann man sich vielleicht in wirtschaftlich und politisch zahmeren Zeiten, kann man sich so einen Quatsch vielleicht mal leisten, den ihr da fabriziert, aber nicht in solchen Krisenzeiten. Hanau. Das erste offene Bündnis von FDP und Union mit den Faschisten. 2020 habe ich angefangen, eine Exit-Strategie zu entwickeln. Ja, dann geh doch. Du bist ja immer noch da. Wie komme ich im Zweifelsfall weg? Wie komme ich schnell weg? Und wohin eigentlich? Danach ist das Thema in meinen Gedanken etwas abgeflaut. Zu viel anderes. Weil die Rechten auf Liebkind getan haben, um sich den Corona-Protesten anzubiedern, weil die Presse andere Prioritäten hatte, konnte man noch den Eindruck gewinnen, weil die Presse sich für den Scheiß nicht interessiert. Die wollen über relevante Dinge berichten und nicht über euch. Hat sie versucht, mit ihrem Kram in Zeitungen durchzukommen und keiner hat sich dafür interessiert. Das wundert mich jetzt aber auch, Mensch, dass nicht mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder die Süddeutsche oder so sich für euch interessieren oder für eure Geschichten. Ne? Das gibt's ja gar nicht. Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Die Lage hätte sich beruhigt. Doch das hat sie nicht.
Direkt zu Beginn unseres letzten Parteitags wollten AfD-Anhänger Charlottesville nachspielen. Wikipedia zählt seit Hanau 9 rechte Morde. Das ist der jüngste in Münster noch gar nicht enthalten. Bei der Sonntagsfrage steht die AfD in Thüringen bei 28% und ist stärkste Kraft. Ja, weil ihr versagt habt im Osten. Die ganzen Protestwähler sind alles zur AfD. Ihr wart ja mal die Protestpartei im Osten damals. Deshalb habt ihr ja 20-30% gehabt in den ostdeutschen Bundesländern. Aber ihr habt es ja nicht gebacken gekriegt. Jetzt sammelt die AfD diese ganzen Leute ein. Ist doch klar. 6% vor der Linken. Bei dieser Umfrage gibt es noch 3 realistische Koalitionen. Minderheitsregierungen von uns mit 40%, Schwarz-Rot-Rot und Schwarz-Blau. Wir werden in den nächsten 10 Jahren eine faschistische Landesregierung erleben. Und dann müssen wir bereit sein. Dann müssen wir bereit sein, denn die anderen sind es nicht. Bis dahin... Ja, massive Einsätze für politische Bildung, Unterstützung der schwächeren Landesverbände, rechtem Gedankengut immer und überall entgegentreten und hinfahren, wenn die Rechten aufmarschieren, auch wenn sie das außerhalb der Tarifzone B tun. Ich komme aus dem Osten. Ich habe die Bedeutung von proaktiver Selbstverteidigung schmerzhaft gelernt. Solidarität muss wieder praktisch werden. Ja, ja, genau. Randale machen, ne? Gewalt auf die Straße bringen. Ja, und? Und das hält dann die Leute ab davon, AfD zu wählen, klar. Denn wenn die Leute natürlich keine AfD mehr wählen, wenn sie das sehen, was ihr da auf der Straße fabriziert. Das ist super. Ja, wunderbar. Das ist genau die richtige Strategie, um die AfD zu verhindern. Sehr gut. Also ehrlich. Leute, ich bin fertig. Nee. Ich habe noch eine halbe Minute übrig und ich hätte gerne noch eine halbe Minute drauf für eine persönliche Erklärung. Das persönliche Erklärungen kommen immer am Gut, Ende dann mache ich das später. Danke sehr. Gerne. Vielen Dank, Ria. Ja, warum will sie jetzt kandidieren? Ich habe das nicht ganz verstanden. Das war jetzt ja nur eine reine Hassrede jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich nie ganz verstanden, was das sollte. Das Wort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Günhild, ich bin Studentin, ich habe keine Kinder, was sicherlich eine Sünde ist. Na, für eine Studentin, naja gut, man kann auch in höherem Alter noch studieren, ne? Da würde ich jetzt mal nichts gegen sagen, aber unter einer Studentin würde ich normalerweise was anderes verstehen, aber gut. Und kandidiere trotzdem für den Landesverband einer sozialistischen Partei. Ansonsten bin ich in der Friedensbewegung aktiv und an der Uni. Und arbeite nebenbei ein bisschen. Und ich arbeite noch nebenbei so ein bisschen, ne? Ich lebe meistens auf Kosten des Steuerzahlers, deswegen möchte ich gerne auch gewählt werden in irgendwelche Parlamente, damit ich mir da auf den Arschbein sitzen kann. Ich arbeite so ein bisschen aber noch nebenbei, wenn ich mal Lust habe. Die Partei für die Frauen attraktiver machen und die Frauen für die Partei attraktiver machen. Zwei Punkte dazu, jetzt ernsthaft, also Krisenverständnis und aufrechtes Menschenbild brauchen wir dafür. Mhm. Das Erste, zu dem Ersten möchte ich mich auf Nancy Fraser beziehen. Wir diskutieren ja hier viel darüber, ist es jetzt eine vorübergehende, kurze Kapitalismuskrise, die wir jetzt haben, oder ist die etwas grundsätzlicher und fulminanter und die vielen Krisenhaftigkeiten Teil einer Krise, und Nancy Fraser, also US-amerikanische Professorin für Politikwissenschaft und für... Ja, es ist nicht die Bundesinnenministerin gemeint, weil ihr alle schon fragt, damit es ist eine amerikanische Politwissenschaftlerin, Nancy Fraser. Philosophie und eine sehr kluge linke Feministin. Sie sagt ja eindeutig, wir haben es mit einer Krise der kapitalistischen Ausbeutung zu tun, die ist vielfältig und beruht alle aber auf der Enteignung des globalen Südens, also auch auf Rassismus und Kolonialismus, auf der Ausbeutung der klassischen Arbeiterklasse und auf der unbezahlten Care-Arbeit von Frauen. Und sie sagt dazu, sie fasst das so zusammen, all diese Formen von Arbeit sind aufs engste miteinander verknüpft, auch wenn die jeweiligen Arbeitsformen räumlich voneinander getrennt werden. Die im kapitalistischen Zentrum ausgebeutete, aber immerhin bezahlte, offizielle Arbeit gestaltet sich nur deshalb profitabel, weil die Konzerne billige Energiequellen in den dritten Weltländern anzapfen können. Diese Arbeit wird an der Peripherie... Ja, billige Energiequellen. Da merken wir ja gerade, wie billig die Energiequellen sind, ne?
nicht weißen Menschen geleistet, ist oft gar nicht reguliert und erbärmlich bezahlt. Hier spreche ich nicht mehr von Ausbeutung, sondern von Enteignung. Gleichzeitig stützt sich das System eben auf die unbezahlte Care-Arbeit. Wo kommen denn die Arbeitskräfte her? Diese müssen immer wieder hergestellt werden. Dafür müssen Menschen Kinder kriegen, die aufgezogen und umsorgt werden. So sind alle drei genannten Arbeitsformen ineinander verschränkt. So, wir brauchen also gerade unter dem Eindruck der Eindämmung und dass das Private ganz wichtig sei, zurück an den Herd, ins Homeoffice, wo das schön und gemütlich und einzeln ist. Müssen wir das öffentliche Leben stärken, müssen wir die sozialen Kämpfe stärker gewichten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kita, Schule und so weiter. Und als zweiten Punkt die kulturelle Gewalt, die Diskriminierung vielfältiger Art haben, hat auch ihren Ausgangspunkt in diesen Strukturen. Deswegen müssen wir da ins Öffentliche und nicht rein ins Private. Und ich halte es zum Schluss mit Brecht. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links 2, 3. Danke, Günnit. Ich glaub, Bertolt Brecht rotiert im Grab, wenn er wüsste, was für Leute ihn da zitieren. Vielen Dank, Heike. Romina hat jetzt das Wort und danach kommt Franziska. Albano und Romina Power, oder was? Felicita. Ja, moin, liebe Genossen und Genossen. Ins Mikro. Einige wissen es, aber vielleicht einige wissen es nicht. ja, genau. Eben. Ja. Einige wissen es und einige wissen es nicht. Ja. So ist das im Leben halt, ne? Das ist. So ist unsere Gesellschaft. Liebe Genossen, Ja, moin, liebe Genossinnen und Genossen. Als Tochter eines ehemaligen politischen Gefangenen, der in der zweiten Welle der Militärdiktatur in Chile gekämpft hat und ins Exil gehen musste, in Hamburg politisches Asyl bekam, weiß ich, dass Flucht und Exil keine Entscheidung ist, sondern ein Ausnahmezustand. Tja, klar. Kurzum. Ein Freund von mir war auch Sohn einer chilenischen Flüchtlingsfamilie. Und der ist dann wieder vor 15 Jahren oder so zurückgegangen nach Chile. Ich habe ihn ja auch vor 10 Jahren besucht in Santiago. Also das ist schon damals Anfang der 70er Jahre heftig gewesen mit Pinochet. Klar, das ist ja auch nachvollziehbar. Man sucht es sich niemals aus zu flüchten. Nee. Sei es wegen Krieg, einer Diktatur oder wirtschaftlicher Notlage. Die AfD begünstigt Vorurteile und spaltet die Bevölkerung in Deutsche und Nicht-Deutsche. Das macht ihr ja auch, nur von der anderen Seite. Das ist ja das Problem. Ihr habt doch andauernd eure komischen Quoten und guckt auf die Hautfarbe. Ne? Liegt ist ein Trugschluss, dem wir immer unsere Solidarität entgegengesetzt haben. Nationalistisches Gedankengut müssen wir immer im Blick halten, haben. Es hat keinen Platz in unseren Reihen. Ausgrenzendes und diskriminierendes Verhalten wie etwa Rassismus oder Sexismus können wir uns als Linke nicht leisten. Sie ist ganz erstaunt, dass sie Applaus kriegt, ne? Hat sie gar nicht mit gerechnet. Deshalb braucht es eine Awareness-Struktur, die bedacht, aber konsequent unsere demokratische Parteikultur begleitet und unterstützt. Ein Schwerpunkt von mir ist die bewegungsorientierte Politik von unten. Außenparlamentarismus kann unsere Partei nur neue Impulse geben. Vielen Dank. Ja.
mit Leidenschaft vorgetragen, muss ich sagen. Also es hat mich jetzt wirklich überzeugt. Also Wahnsinn. Danke, Romina. Franziska und danach Susanna, beziehungsweise der oder diejenige, die Susanna vorstellen. Ja, mein Name ist Franziska, ich bin aktiv im Studierendenverband und in Hamburg-Mitte. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat für den Kampf gegen rechts und für die zivile, soziale und demokratische Zeitenwende aus dem 5. Flugblatt der Weißen Rose mit dem Titel Aufruf an alle Deutschen zur heutigen Erinnerung und auch eben Verwirklichung. Der imperialistische Machtgedanke muss, von welcher Seite er auch kommen möge, für alle Zeit unschädlich gemacht werden. Ein einseitiger preußischer Militarismus darf nie mehr zur Macht gelangen. Nur in großzügiger Zusammenarbeit der europäischen Völker kann der Boden geschaffen werden, auf welchen ein neuer Aufbau möglich sein wird. Die Arbeiterschaft muss durch einen vernünftigen Sozialismus aus ihrem Zustand niedrigster Sklaverei befreit werden. Das Truggebilde der autarken Wirtschaft muss in Europa verschwinden. Jedes Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf die Güter der Welt. Ja, das ja, ich denke, die kandidieren jetzt für ein Parteiamt, für den Landesvorstand der Partei. Soll sie doch mal erzählen, was sie für die Partei ändern will. Ihre politischen Ansichten sind doch völlig nebensächlich jetzt gerade. Verstehe das nicht. Mir nicht ganz klar. Ja, ich war vor über 20 Jahren war ich in der SPD. Ja, ich war auf Parteitagen, klar. Ich glaube auch, dass das im Bürgerhaus Wilhelmsburg ist, glaube ich, meine ich zu erkennen. Ne? Da war ich auch mindestens zwei, drei Mal auf dem Landesparteitag der SPD auch. Aber ich war nur Delegierter oder ich war einfach nur oder Zuschauer. Ich war aber nie eine Rede gehalten, um Gottes Willen, nee. Das habe ich nie gemacht. Ich habe ja nie in der Partei irgendwelche Ämter angestrebt oder so. Und da bin ich ja eh ausgetreten. Bist du wegen Schröder ausgetreten? Nö, wegen Schröder gar nicht mal. Es war mehr so mein, der Ortsverein, in dem ich war, das waren genau solche, wie hier, die wir hier sehen. So, und die sind ja alle später auch aus der SPD ausgetreten und sind dann zur Linken, zur WASG gegangen. Ich kam damit den Leuten nicht zurecht. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Und ich bin ja auch dann Journalist langsam geworden und habe auch gedacht, irgendwie, ich möchte mich nicht mehr auf eine Partei festlegen müssen. Und dann bin ich da ausgetreten. Also. Ja, wann habe ich die Linken gewählt? Ich glaube, das war zur Bundestagswahl 2013, meine ich mich zu erinnern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wobei 2013 war Steinbrück. Steinbrück fand ich eigentlich ganz gut. Wer war nochmal 2017? Da war Martin Schulz. Ich glaube 2017 war es. Ich weiß nicht mehr genau, welche Bundestagswahl es war. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Oder 2009 war es auch vielleicht schon. Vielleicht, man ist ja doch mal etwas durcheinander, was für die Zeiten angeht. Man denkt immer, das ist erst ein paar Jahre her und dann ist es schon über eine Dekade her. Ne? Das sind hochaktuelle, jetzt erst recht zu verwirklichende Einsichten und Ambitionen auf so viel besseren Bedingungen, weil die Befreiung vom Faschismus durch diese Aktivitäten der Weißen Rose gelungen ist, weil diese 10.000-fache Verteilung dieser Flugblätter unter hohem persönlichem Engagement und auch Risiko Frieden geschaffen hat und weil diese Kämpfe durch 68 und heute weiter aufgegriffen werden. Das ist unser historisches Vermächtnis. Und genau dagegen ruft ja jetzt die AfD unter dem Motto »Unser Land zuerst« zu Protesten auf. Ria hat das schon aufgerufen. Die AfD steht bei der Sonntagsumfrage aktuell bei 11-13%, höher als das Ergebnis bei der Bundestagswahl. Und in Cottbus ist heute die Gefahr, dass ein AfDler in die Stichwahl zum Bürgermeister gewählt wird. Das darf nicht sein, das ja, muss das ist nicht ja sein. Auch so gekommen. Wir sind gefordert, die antifaschistische Alternative engagiert und ausreichend. Wobei der Typ, der da in Cottbus für die AfD kandidiert, das ist ja auch eine Flitzpiepe. Ne? Habt ihr diese Diskussion gesehen? Können wir auch noch reingucken nachher, wenn ihr Bock habt. Das ist auch auf YouTube zu sehen. Da sind zwei Kandidaten, die in Cottbus als Oberbürgermeister antreten. Einer für die SPD, einer für die AfD. Und da gab es dann noch von RBB 24 gab es jetzt noch so eine Diskussion zwischen den beiden. Mit Zuschauern auch. Das war auch ganz schön heavy. Also vertreten. Im Leitantrag wurde gestern dazu beschlossen,
Wir wenden uns gegen die chauvinistischen Ungleichheitshetze und Sozialdemagogie von AfD und anderen rechtsextremen Organisationen. Sie wollen von den Profiteuren der Krise ablenken und die sozialen Proteste in nationalistisches Fahrwasser kanalisieren. Sie sind Produkt verrohter bürgerlicher Verhältnisse und gleichzeitig deren Beschleuniger. Ja, so treten ja, Sie. Ja, Leute, aber warum fliegt ihr aus den Parlamenten denn andauernd raus und euch wählt keiner mehr? Hinterfragt das doch mal. Warum man euch denn nicht wählt, wenn ihr so sehr für soziale Gerechtigkeit seid und so für eine friedliche Gesellschaft. Warum wählt man denn stattdessen die AfD? Hinterfragt das doch mal. Das machen die gar nicht. Ne? Die verstehen gar nicht, warum sie nicht gewählt werden. Das können die gar nicht verstehen. Auch nach diesem Parteitag jetzt, das verstehen die gar nicht. Ja, wie kann man uns denn nicht wählen? Wir sind doch eine so gute Partei. Wir sind doch die Guten. Für Konkurrenz und Egoismus. Sie lügen, dass sich die Balken biegen und das Ziel ist Barbarei. Da müssen wir rein in die Konflikte, um die Köpfe und Straßen Ziel ist auch Barbarei. Mit Aufklärung, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn wir uns dafür einsetzen. Ja. Und da können wir auch voll die Gegnerschaft ausprägen, und zwar jetzt schon, als Partei des demokratischen Sozialismus, mit der Kultur der Solidarität und gemeinsamen alltäglichen Konsequenzen Kampf für einen sozialen, zivilen, demokratischen Fortschritt. Ja. Und wir haben dafür ja die Perspektiven, wenn wir aus der Geschichte lernen wollen. Wer die Flugblätter der Weißen Rose liest, denen gehen die Augen auf. Und ich finde, das macht enorm mit einer weißen für Rose. Heute zu wissen, dass es eine Allianz... Die weiße Rose würde die Köpfe über, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie euren Parteitag sehen würden. Humanität gelungen ist, sich von der tiefsten... Sophie Scholl wird sich freiwillig köpfen lassen wahrscheinlich, wenn sie euren Parteitag gesehen hat. Okay, der war jetzt hart. Barbarei zu befreien. Jede Bescheidenheit in der antifaschistischen Aktion ist deswegen völlig unangebracht, weil es geht um die volle Verwirklichung der Schlussfolgerungen aus 45, wie sie aufgerufen sind in dem Flugblatt der Weißen Rose. Dafür möchte ich im Landesvorstand arbeiten, um die im beschlossenen Leitantrag gefassten antifaschistischen Vorhaben zu unternehmen. Ja, macht Feierabend, Zeit ist vorbei. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Tschüss. Danke, Franziska. Wer stellt denn Susanna vor? Susanna ist auch wieder nicht da. Wie bitte, die Runde ist vorbei? Nee. Ach so. Ja, stimmt. Ja, okay, gut. Schon wieder die. Ja, was gegen die Faschismusgefahr tun? Antifaschismus war in West- und Oststaatlicherseits häufig nur ein Lippenbekenntnis. Es ist aber nicht damit getan, einmal laut zu rufen, wir können gar keine Faschisten sein, denn wir sind ja Antifaschisten, und sich nicht mit seiner Bevölkerung auseinanderzusetzen. Tja, eben. Bildung. Bildung ist das A und O. Und ganz wichtig, das meint nicht nur die nächste Schülergeneration, sondern auch ganz klar Erwachsenenbildung. Unser Bildungssystem möchte vor allem marktkonforme Wissensbündelchen schnüren. Wenn soziale Kompetenzen gefragt sind, dann nur insofern, als dass man lernen soll, die Anwesenheit von 30 Menschen auf engstem Raum zu ertragen. Ja, im Deutschunterricht haben wir Borchert, Brecht und Frisch gelesen. Ja, wir haben gelernt, dass viele Menschen ermordet wurden. Aber damit ist es doch nicht getan. An Schülern zieht sowas nach 5 Stunden Mathe, Sport und Chemie komplett vorbei. Die Bedeutung des Faschismus muss erfahrbar gemacht werden. Es muss sich über... Ja, Mathe, Sport und Chemie ist auch wichtig. Warum wird das so verächtlich gesagt? Sollen die Schüler nur indoktrinierten Unterricht, sozialistischen Unterricht bekommen den ganzen Tag oder was? Ja, super. Das ist ja DDR pur. Tage im Blockseminar in emotionaler, uninhaltlicher Tiefe damit auseinandergesetzt werden. SchülerInnen müssen die emotionalen Kompetenzen vermittelt werden, Meinungen zu entwickeln und nicht nur wieder zu keulen. Ja, aber die richtigen Meinungen bitte, ne? Nicht andere Meinungen, als ihr sie habt, ne? Dann ist alles in Ordnung. Auch kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen und für neue offen zu sein. Ja. Ihre Gefühle zu spüren, statt sie runterzuschlucken, aber auch sie zu kontrollieren und in Bahnen zu lenken. Sie müssen lernen zu mediieren und Konflikte zu moderieren, aber auch konstruktive Konflikte auszuhalten. Die Unterschiedlichkeit von menschlichen Bedürfnissen auszuhalten, auf die andere einzugehen, sie zu achten und dennoch die eigenen nicht zu negieren. Das ist doch nur allgemeines Geblubber, Mädel. Mein Gott, das klingt theoretisch alles so gut, aber in der Praxis scheitert es denn leider tagtäglich. So ist das nun mal, ne? Auch die Hintergründe ihrer Bedürfnisse zu erkennen und imstande zu sein, sie zu hinterfragen. Insbesondere junge Männer müssen lernen zu verstehen, wieso sie so handeln, wie sie es tun und welche emotionalen Alternativen ihnen zur Verfügung stünden. Auch aber muss Bildung wirtschaftliche Grundkompetenzen vermitteln und das Skillset, die gesellschaftliche Situation zu analysieren und zu kritisieren.
Wirtschaft, Psychologie, Awareness und Selbstfürsorge müssen Pflichtfächer sein. Und es muss dargestellt in die Lehrpläne, dass Länderschulen und vor allem Lehrer keine Möglichkeit haben, drumherum zu navigieren. An der Stelle vielleicht meiner Meinung nach sollte Bildung auch keine Ländersache sein. Welche Bedeutung hat Kultur im Kampf gegen Rechts? Alle. Alle Bedeutung. Was an der DDR-Kultur aufgreifbar wäre, das kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, weil ich knapp nach der Wende geboren bin. Ich habe ein paar Meinungen, aber es ist alles aus zweiter Hand. Welche Ängste führen zu Aggressionen und wie geht man dagegen vor? Das finde ich eine super spannende Frage, aber es ist leider auch eine ungeheuer komplexe, die mehr Zeit verdient, als ich gerade habe. Genauso wie die Bildungsfrage übrigens, dazu habe ich noch deutlich mehr zu sagen. Ja, ich habe jetzt noch 2 Minuten und benutze die Stelle dann jetzt einfach nochmal, um immer noch 2 Minuten, Erklärung, mein Gott, abzugeben. Mir reicht es eigentlich schon. Zu sparen. Ich finde es eigentlich ausreichend. Vor dem Hintergrund der Scheiße, die wir also ich finde eigentlich, wir haben genug gehört, um zu wissen, dass sie nicht wählbar ist. Wobei sie auch wieder nur für jemanden spricht, ne? Sie kandidiert doch gar nicht selber, ne? Sondern, oder er oder es. Keine Ahnung. Heute wieder geben mussten. Und in Solidarität mit den anderen Betroffenen. Ich hatte bisher kein Interesse daran, das Thema auf die Bühne zu bringen, weil ich echt keine Lust auf den Kindergarten habe, der danach folgt. Aber gut. Ich bin Transgender und ich wünsche mir, dass der Landesverband in 10 Jahren in einem Zustand ist, haben wir das schon mal gehört, endlich mal fucking privat sein kann. Da war das vorhin so eine Art Einleitung erstmal, mit so ein paar Highlights oder was, was wir da gehört haben, ne? Weil das haben wir ja auch schon mal gehört. Ja, sie, also ist doch jetzt eine Sie und es war doch mal ein Mann, oder nicht? Es ist so, ist, insofern ist es doch eine Sie. Oder wie, oder was? Vor 150 Leuten und eine Kamera ausbreiten muss, um mich zu solidarisieren. Ich das nicht mehr muss, weil wenn jemand sich hinstellt und so eine transfeindliche Scheiße raushaut, er von Liste Links, uns und Quo Vadis von der Bühne gewuht wird. Das haben wir doch schon gehört. Eine Wichse einfach mal nichts mit Antikapitalismus, ja, Wichse, zu tun. Ja, Scheiße, genau. Warum ist das doppelt in dem Video drin? Ich gebe zu, ich habe eure Warnung für Bijan vor 4 Jahren erst nicht vollends ernst genommen. In einer Sitzung, in der er mich 10-mal Faschist nennt, ist die Mitteilung, dass irgendein Mensch, den ich nicht kenne, der bei uns sitzt, ein Sexist ist, erstmal nur das. Eine Mitteilung. Aber als Bijan kurz darauf meinte, dich, Franzi, in kleiner Runde sexistisch beleidigen zu müssen, um bei uns Punkte zu machen, war dieser Mensch für mich und für alle Anwesenden gestorben. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Ja, wir haben das ja schon gehört. Und um dann noch mal kurz an Victoria anzuschließen, auch wenn wir sonst unüberwindbare Konfliktlinien haben, wenn es gegen Sexismus und Faschismus geht, stehen wir zusammen. Ja, das kennen wir schon. Okay, ich habe das vorhin abgeklärt und gucke sicherheitshalber auch noch nach hinten. Also wenn jemand zweistellig wählen möchte. Man kann als 14. Punkt auch wählen, Enthaltung für alle. Okay. Und wenn ich jetzt 14 ankreuze und aber trotzdem auch 6 und 8 und 10 wähle, was ist dann? Das ist ja ein Widerspruch dann, ne? Maximal 9 Stimmen, okay. Willst du mich unterbrechen? Okay, wählen möchte, dann wählt er zum Beispiel bei der 11 1 1. Also nicht die 10 und die 1 drücken, sondern 1, 1. Wenn man die 12 wählen will, 1, 2. Genau. Wenn man die 13 wählen will, 1, 3. Und dann jeweils den Haken Enter, wenn es richtig ist. Okay? Ja, ist richtig. Der spricht wenigstens richtig hamburgerisch, ne? Du kannst die 10 wählen oder so, wie das hier bei uns sich gehört. Das würde ich jetzt auf keinen Fall chaotisieren. Ich empfehle die 10 da oben. Vielleicht gibt es dann noch einen Geschäftsordnungsantrag, ich hoffe nicht. Christoph. Es ist nicht direkt ein Geschäftsordnungsantrag, aber ich möchte euch eine Mitteilung machen, die an mich herangetragen wurde von einer nicht anwesenden Kandidatin, die ich insofern bestätigen kann, als sie es mir auch mit einer Sprachnachricht geschickt hat, sodass ich sozusagen eine Identifizierung bezeuge. Und es ist die Kandidatin Bijan Tavassoli, die euch mitteilen lässt, dass die gestern verlesene Vorstellungsrede nicht von ihr gewesen sei. Das möchte ich euch nur zur Kenntnis geben, damit ihr es vor der Wahlentscheidung wisst. Also war das ein Troll, oder was? Aber wie ist das denn möglich, dass der da auf die Bühne konnte? Wie bitte?
Bitte, dann sag noch was zum Wahlgang. Ich möchte nur einmal noch ganz kurz sagen, bedenkt bitte, dass wenn ihr eine Zahl gewählt habt und geändert habt, also dass wir nur 9 Stimmen haben. Gegebenenfalls macht es Sinn, sich die Ziffern einmal aufzuschreiben oder so, damit man nicht irgendwann feststellt, oh Scheiße, jetzt habe ich doch irgendwie was falsch gemacht. Also nur noch mal so, dass wir uns das, weil es zum ersten Mal so ist, dass wir 9 Stimmen haben, da aber 14 Zahlen stehen. Also dass wir uns das vorher einmal genau überlegen, bevor wir tippen und entern. Vielen Dank, Maggie. Der unglaublich zeitliche Vorteil dieses Verfahrens hat den Nachteil, dass man das nicht protokollarisch vor sich liegen hat. Das ist vollkommen recht. Da hat Till gestern auch schon darauf hingewiesen. Dennoch, glaube ich, sind wir alle dankbar, dass wir... Kann man auch alle nicht wählen? Ja, kann man, ne? Indem man gar nicht ankreuzt. Ich hätte nur eine kurze Nachfrage, weil ich natürlich nicht möchte, dass die Wahl anfechtbar ist. Wenn Bijan jetzt erklärt hat oder auch gestern schon erklärt hat, dass sie sich noch nicht vorgestellt hat, hat sie ja nicht, wenn sie sagt, dass die Vorstellung nicht von ihr war. Genau, muss sie sich da nicht noch vorstellen? Also ich möchte halt, dass diese Wahl auf keinen Fall noch anfechtbar ist und deswegen die Nachfrage. Ich möchte das natürlich aus verschiedenen Gründen nicht, dass Bijan sich nochmal vorstellen kann, aber sollte sich auch alles korrekt ablaufen. Wir haben das vorbesprochen, Heike sagt da was zu. Als gestern diese ganze Geschichte mit Bijan anfing, hatten sowohl Kevan als auch ich telefonischen Kontakt mit Bijan. Und als diese Rede gehalten wurde, hat Bijan weder Kevan noch mich angerufen oder gesimst und hat gesagt, ist nicht meine Rede. Es kam irgendwie nach ein oder, ich weiß nicht mehr genau, einer halben Stunde, nach einer Stunde. Von daher ist für uns völlig klar, es war die Rede für Bijan. Nur, dass alle das wissen, es auch im Protokoll steht. Es gab, während diese Rede gehalten wurde, keinerlei Hinweise, dass es nicht die von ihr angekündigte Rede für sie ist. Ich möchte das jetzt nun beenden. Wir haben jetzt 13 Kandidierende. Wir haben unter 14 Enthaltungen, wir haben jetzt gehört, dass wir es mit ganz viel Ruhe und Konzentration machen können. Niemand muss sich gehetzt fühlen. Vielleicht am besten wirklich noch mal Zettel und Stift und es auch mitprotokollieren. Und dann schaffen wir das. Und jetzt würde ich gerne den Wahlgang eröffnen. Viel Glück. Ja, Leute. Nein. Wollen wir nicht. Das war also der Parteitag der Hamburger Linken. Ein wunderbares Zeitdokument, möchte ich mal sagen. So, die oder der schon mehrfach erwähnte Bijan Tavazoglu hat dann kurz darauf ein Interview gegeben. Und das sollten wir uns auch mal kurz anschauen. Das ist also wirklich, wobei ich da aber auch nicht sicher bin, das kommt mir alles total wie Realsatire oder wie gewollte Satire vor, weil der Interviewer irgendwie auch etwas merkwürdig ist. Ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, aber wir schauen uns das mal kurz an. Es geht nicht so lang. Das ist schon wirklich, das ist schon absurd. Also ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Wer hier irgendwie wen verarscht oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich eine Frau bin und dass ich schon immer eine Frau war. Ich weiß, Sie gehören einer anderen Generation an als ich. Also, grundsätzlich. Das ist jetzt wieder sehr viel am Anfang. Ja. Ich glaube, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute begrüße ich einen Gast und das ist Bijan Tavazoglu, Mitglied der Linken. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Tavazoglu, Sie sind... Wie kann man denn bei so einem Interview sich auf so einen Gartenstuhl legen und so ein Interview geben? Das geht ja schon mal gut los, ne? Was soll denn das? Das ist doch allein schon Provokation. Ich meine... Also entweder hat der einen Totalschaden, der Typ oder sie oder was auch immer, oder es ist ein genialer Satiriker. Ich weiß es nicht. Oder was dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Bitte? Ich bin Frau Tavazoglu. Das Frau. Habe ich Ihnen geschrieben. Also ich glaube, das sollte bekannt sein. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil Sie sehen schon relativ männlich jetzt aus für mein Empfinden. Aber...
Also Frau. Woran machen Sie das fest? Am Bart zum was Beispiel? Heißt, ja. Was heißt Ähnlichkeit für Sie? Das sind, glaube ich, Fragen, ich will jetzt auch nicht so vorwurfsvoll klingen. Ich weiß, Sie gehören einer anderen Generation an als ich. Und Sie haben das vielleicht auch in der Schule nicht so gelernt. Ne? Aber Männlichkeit ist nichts, was rein an äußerlichen Merkmalen irgendwie festzumachen ist. Genauso wie Begriffe wie Rasse, die vielleicht, ich weiß nicht, ob das zu Ihrer Schulzeit noch gelehrt wurde. Aber das sind phänotypische Merkmale, die heutzutage eigentlich irrelevant sind. Okay, also Frau Tafassoli. Frau Tafassoli. Ja, wie soll ich denn wissen, wenn ich denjenigen sehe, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Ich würde da erstmal automatisch Herr sagen. Also ich meine, der hat gar nichts Weibliches an sich, ne? Frauen ohne Gebärmutter. Das, so einer ist das, genau, alles klar. Mit Vollbart, entschuldige. Also auf jeden Fall, Sie wollten... Sie haben auch Körperbehaarung. Ja, ist ja auch ein Mann. Ich, oben und unten. Ja. Was hat das jetzt irgendwie zu tun? Ich finde, Diskriminierung von Menschen mit Körperbehaarung, ne, also auch das Thema Achselbehaarung, das ist ein Thema, was immer wieder hochkommt und so weiter. Und da sieht man mal wieder, wie das Patriarchat Frauen vorschreiben möchte, wo wir Haare zu haben haben und wo nicht. Geht mich auch das gar nicht. Das an. Hat die Natur so vorgeschrieben. Das hat das Patriarchat nicht vorgeschrieben, sondern die Natur hat es vorgeschrieben, wo man als Frau und als Mann die Haare hat. Ne? Wir wollten ja ursprünglich über den Hamburger Parteitag sprechen und da haben Sie sich also beworben in Abwesenheit als Parteisprecherin und wollten zudem auch noch auf die Frauenliste des Vorstands der Linken. Und da gewählt worden, in Abwesenheit, weil sie Corona und die Affenpocken hatten oder möglicherweise, so habe ich das nachgelesen. Auch falsch? Ist nicht richtig? Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Also ich habe keine Affenpocken, zumindest ist mir das nicht bekannt, ich habe kein Corona. Ich bin tatsächlich nicht in Hamburg, das sieht man, es ist mir in Hamburg aktuell einfach zu kalt. Ja. Und nee, das sieht man. Er sitzt da vor irgendeinem grünen Busch. Sowas gibt's auch in Hamburg. Also das ist jetzt nicht, also ich, dass man das jetzt nicht sehen kann, dass er nicht in der Hamburg ist, das ist ein bisschen weit hergeholt, ne? So wie das sich jetzt gestaltet, wird sich das wahrscheinlich demnächst auch nicht bessern. Hier in der Türkei ist es viel wärmer, es ist angenehm. Man kann schwimmen. Und es ist ja Gott sei Dank seit Corona auch nicht mehr notwendig, dass man bei Parteitagen immer physisch Präsenz zeigt, sondern es ist mittlerweile dank der Möglichkeiten der digitalen Technik nun auch möglich, aus der Ferne zu kandidieren. Ne? Also wir sind jetzt auch nicht in einem Raum, wie das früher bei klassischen Interviews der Fall gewesen wäre, sondern wir sind durch Wunder der Technik sind wir miteinander verbunden. Leider, da kommen wir zum springenden Punkt, hat die Linke das eben nicht möglich gemacht. Und obwohl Bundesparteitage, Landesparteitage, es war eigentlich immer möglich, seit Corona auch per Zoom zu kandidieren. Ich hatte in meiner Kandidaturerklärung darauf hingewiesen, dass ich dafür bereitstünde. Ansonsten könnte meine Kandidatur auch gerne verlesen werden. Das ist das klassische Mittel, was man früher in Abwesenheit genutzt hat. Und beides wurde dann nicht ermöglicht, sondern stattdessen ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja, womit wurde denn die Ablehnung begründet oder andersrum gefragt, was werfen Sie der Partei Die Linke jetzt konkret vor? Sie machen da wirklich ein sehr großes Fass auf. Ich fange jetzt erstmal da an, wo es sozusagen am akutesten ist. Also meine Kandidatur wurde erstmal dadurch ins Lächerliche gezogen, dass eine Person, die ich nicht kenne, von Frau Sudmann auf die Bühne gerufen wurde, um mich vorzustellen. Und diese Person, die sich vermummt hat, durfte dort eine Rede halten, in der alle möglichen Beleidigungen gefallen sind, in der also eine Rede, die mit mir nichts zu tun hat. Aber auch ein Loblied auf die Frauen hat dieser Mensch ja gesungen, oder? Das war absurd, ne? Also das war wirklich absurd und es sollte offensichtlich meine Person ins Lächerliche gezogen werden. Und ich kann da jetzt nur spekulieren, wer dahinter steckt. Ich habe da meine Vorstellung. Ich weiß, dass es in der Hamburger Linken nicht nur Freunde meiner Person gibt. Aber ich kann
kann jetzt auch nicht öffentlich, ich möchte jetzt nicht öffentlich spekulieren. Ich denke, das muss aufgeklärt werden. Ich sehe das als Aufgabe auch der Partei. Wir haben seit Corona haben wir sehr strenge Vorschriften. Es werden Listen erfasst, wer anwesend ist und wer nicht und so weiter. Es gibt eine Mandatsprüfung. Es können eigentlich keine Parteimitglieder in den Raum, ohne dass ihr Name erfasst wird. Und insofern verstehe ich nicht, warum die Partei mir bis heute nicht sagen kann, wer diese Person war, die dort in meinem Namen sprechen durfte und mich durch den Kakao ziehen durfte. Das würde ich gerne erfahren. Ja, das stimmt. Ja, normalerweise müsste jeder, der auf dem Parteitag da irgendwie auftaucht und da drin ist im Saal, müsste irgendwie auch erfasst sein. Das stimmt, ja. Das wird ja aus Sicherheitsgründen alleine schon gemacht, normalerweise, ne? Aber ich vermute mal, dass er oder sie genau weiß, wer das war. Es ist ja nicht wirklich glaubwürdig, wie er sich da jetzt rausredet, ne? Klären, welcher Teil der Partei dafür verantwortlich war. Ja. Sie werfen der Partei, die Linke, im Prinzip Transfeindlichkeit vor. Kann man das so sagen? Ich werfe nicht der Partei, die Linke, Transfeindlichkeit vor. Ich muss auch mal klarstellen, die Linke sind nicht diese Menschen, die transfeindlich äußern. Ist eine Frau. Ist eine Frau. Entschuldigung. Bitte. Also die Linke, das sind nicht diese ganz wenigen Menschen, die laut ans Mikrofon gegangen sind bei meiner Kandidatur und sozusagen mich transphob auch beleidigt haben, sondern die Linke, das ist für mich eine Partei, in der sehr viele fortschrittlich denkende Menschen für eine bessere Welt streiten. Und dass dieses Engagement immer wieder zunichte gemacht wird, ja, durch Menschen mit reaktionärem Gedankengut, die eigentlich keinen Platz mehr in dieser Partei haben, das regt mich auf. Und das war beim Landesparteitag in Hamburg wirklich sehr, sehr deutlich sichtbar. Ja, also wenn jemand ans Mikrofon geht und sagt, er, sie, es, bei Bijan weiß man nie. Ne, also dann ist das, also eine deutlichere Objektifizierung kann es ja wohl nicht geben. Ja. Nur weil bei mir vielleicht mein Geschlecht, was Leute früher mir angesehen haben, das war ein Prozess bei mir. Sieht man immer noch. Das ist aber noch nicht abgeschlossen, der Prozess, oder? Sie sind noch im Prozess drin quasi, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß, dass ich eine Frau bin und dass ich schon immer eine Frau war. Das kann ich dazu sagen. Ich kann sagen, dass wir alle uns in einem Prozess befinden, in dem wir internalisierte Homophobie und Transphobie in uns selbst ausfindig und eliminieren müssen. Ne? Und ich kann auch sagen, dass durch meine anfänglich männliche Sozialisation auch sehr viel toxische Männlichkeit immer noch in mir ist. Und da arbeite ich an mir. Toxische Männlichkeit. Insofern ist es ein Prozess, der fortläuft. Also Männlichkeit ist per se toxisch, oder was? Das ist etwas, was, also da habe ich großen Respekt vor vielen Genossen in der Partei, die da auch dran arbeiten. Wir sind in einer transphoben Gesellschaft. Und es gibt Menschen, die dagegen was unternehmen, die dagegen kämpfen, die unsere Gesellschaft verändern wollen. Und dann gibt es Elemente dieser Partei, die sagen, nee, wir wollen zurück in die 50er Jahre, wir wollen, dass Frauen wieder ein Herd müssen. Ach. Und wir entscheiden als weiße, heterosexuelle Cis-Männer, was Frau und was Mann ist. Und was anderes gibt es gar nicht. Das ist deren Gedankenwelt. Und aus meiner Sicht haben solche Menschen in der Linken keinen Platz und dürfen den nicht haben. Okay, jetzt ist es aber ja so, dass Sie jetzt im Hamburger Landesverband sagen wir mal, nicht von allen geliebt wurden und sie gelten auch als Putin-Versteher und hatten auch schon, ich glaube, Interviews mit Russia Today im Fernsehen in Russland wahrscheinlich. Und glauben Sie denn, dass Sie in der Rolle der Putin-Versteherin es vielleicht leichter haben werden? Also Sie hören jetzt wahrscheinlich den Gebetsruf im Hintergrund. Ich bin Atheistin, ja. Ne? Aber aus Respekt vor den Menschen hier vor Ort möchte ich jetzt ganz kurz einmal das Interview auch unterbrechen. Ja. Ach so, okay. Nein, jetzt wird der Gebetsruf abgewartet. Alles klar. Weiß ich nicht. 2 Minuten, 1 Minute, 5, 30, ich weiß es nicht.
Ja, also es tut mir leid, aber ich meine, Sie haben die Zeit fürs Interview vorgeschlagen und Sie wissen um die Gebetszeit in der Türkei. Es ist mir wirklich einfach ein Anliegen. Ich bin Atheistin und ich hatte auch eine Phase, da war ich sehr religionskritisch. Ich bin immer noch religionskritisch, aber ich denke, wenn ich hier jetzt zu Gast bin in diesem Land, und es ist ja, das sehr, ist sehr atheistisch, Land, die Haltung. Auch wenn ich sehr viel Kritik an der Politik und so weiter habe, ich möchte mich hier doch dann auch angemessen auch verhalten. Mhm. Ja. Ja. Können Sie Ihre Frage nochmal wiederholen? Nein, also schon. Ach so, ob Sie als Putin-Versteherin vielleicht einen leichteren Stand haben als denn als Putin-Versteher? Also weil ja gerade jetzt Transmenschen werden ja auch also quasi sehr ernst genommen insgesamt und gewertschätzt und glauben Sie, dass Sie dann auch einfach in der Partei einen besseren Stand haben in Zukunft als Frau mit Bart, also als Frau jetzt im Moment? Also grundsätzlich. Dass der Reporter, der verarscht, die verarschen sich gegenseitig, glaube ich, oder was? Oder wie? Oder was soll uns das sagen? Das ist total, total merkwürdig irgendwie. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist jetzt wieder sehr viel auf einmal, das muss ich sagen. Ja. Also, ich glaube, die Intentionalität dahinter, die Sie dem unterstellen, dass es bei meiner Weiblichkeit, dass das irgendeine Zielrichtung hätte, abgesehen davon, dass ich mein eigenes Geschlecht gefunden habe, ja, also das finde ich tatsächlich auch als beleidigend. So, ne? Okay. Ja, ich muss aber auf diese Frage antworten. Ich sehe mich nicht als, also was heißt Putin-Versteherin? Ne? Ist man, weil man versucht, die Denkweise eines Menschen zu ergründen, ist man dann gleich eine Putin-Versteherin? Ich habe nichts gegen Putin. Ja. Ne? Putin ist für mich ein weißer, heterosexueller Cis-Mann, aber er hat mich noch nie homophob oder transphob beleidigt. Ne? Noch nie. Ja, ja, ich glaube auch kaum, dass er dich kennt. Insofern, wieso das denn gemacht haben? Das ist, also man muss erst sagen, Bijan Tavasoli ist krank oder was? Der ist dann, ist es eine persönliche Beleidigung oder wie? Hä? Auch nicht als Mann. Ah, nee, Quatsch, als Mann ja sowieso nicht. Also, als sie noch offiziell Mann waren. Geht ja gar nicht, ist ja Quatsch. Nee, ziehe ich zurück die Frage. Genau. Genau, ob sie es in der Partei leichter haben, in der Partei Die Linke, ob sie es dann vielleicht leichter haben. Weil, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Weil ich habe sehr viel Homophobie und Transphobie erfahren, insbesondere in Deutschland. Und vor dem Krieg war ich mehrfach in der Russischen Föderation. Ich war in St. Petersburg, in sehr vielen Bars und Etablissements, die sehr offen waren, wo wirklich Menschen von Welt, die tolle Menschen, tolle Frauen, die ich da erlebt habe. Ich habe viele, viele unglaublich wunderschöne russische Frauen kennengelernt und ich hatte das Also jetzt echte Frauen oder selbstgewählte Frauen? Oder, also echte Frauen oder selbstgewählte Frauen? Also umgelenkt. Oder? Ihre Frage nicht. Was meinen Sie mit echt? Es gibt ja die, also es gibt ja das Wesen biologisch Frau, das sozusagen als Kind, als Mädchen auf die Welt kommt und dann weg und erwachsen wird und dann eine Frau ist halt irgendwann. Und dann gibt es ja Männer, Sie waren ja vorher jetzt auch offiziell. Genau, haben Sie ein Zipfelchen oder haben Sie kein Zipfelchen? Genau, das ist die entscheidende Frage, ja, richtig. Und dann gibt es ja Männer, die kommen ja als Junge dann auf die Welt und dann wachsen sie auf und dann werden sie erwachsen und dann stellen sie irgendwann fest, ja, das ist eigentlich falsch, ich bin ja gar kein Mann. So ist das doch im Prinzip, oder nicht? Ist es nicht so im Prinzip? Im Prinzip ist es doch so, oder nicht? Es erfordert wirklich sehr viel Selbstbeherrschung. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier draußen fortführen kann, das Interview eventuell. Ja. Ja. Ja, also Sie wollen den Parteitag, wollen Sie jetzt ja anfechten, ist das richtig? Nein, es ist so. Ja. Das, was Sie fragen, das regt mich sehr auf. Ne? Ja, ja. Ich denke aber, dass es wichtig ist, darauf zu antworten, weil ich sehe, Sie stellen diese Fragen ja auch stellvertretend für andere Menschen, die so denken. Ne? Und ich möchte ja auch die Gesellschaft dadurch ändern, dass sich ändert, wie Menschen die Gesellschaft sehen. Ja.
Ich sehe jetzt aber auch, dass das Licht immer weniger wird hier draußen. Und es ja, es betont immer... Ihren Bart aber ganz angenehm. Aber ja. Also es ist ja, nee. So. Echte Frauen und unechte Frauen gibt es für mich nicht. Echte Frauen und unechte Frauen gibt es für mich nicht. Es gibt für mich Frauen und es gibt Männer und es gibt sehr viele andere Geschlechter. Und es gibt Menschen, die non-binär sind, die sich keinem Geschlecht zuordnen möchten. Das ist ein Spektrum. Und wenn man hinterfragt, ob jemand jetzt als Frau geboren wurde oder nicht, dann vergisst man ja auch, dass auch zum Beispiel ich wurde als Frau geboren. Ich wusste es nur noch nicht in dem Moment. Ne? Okay. Es war ein Prozess. Die Eltern wussten es auch nicht. Ja, klar. Sprechen wir über den Parteitag. Sonst hätten Sie ihn ja nicht Bijan genannt. Sie wollen den Parteitag jetzt also anfechten. Der Parteitag soll wiederholt werden. Jetzt ist es aber ja so, dass Sabine Ritter und Thomas Iwan, die wurden ja schon zu Parteisprechern gewählt. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nicht so sehr amüsiert darüber sind, wenn sie das Ganze jetzt nochmal wieder von vorne anfangen wollen. Haben Sie da Reaktionen bekommen in irgendeiner Form? Ich habe während des Parteitages Kontakt aufgenommen zum geschäftsführenden Landesvorstand, zum Parteitagspräsidium und habe diesen mitgeteilt, dass das nicht in Ordnung ist, wie dort verfahren wird, dass ich um Richtigstellung bitte, dass die Rede, die dort angeblich in meinem Namen gehalten wurde, dass das eine unglaubliche Unterstellung war, die mir zuzuschreiben. Ich habe mich empört, ich habe, man könnte fast sagen, gebettelt, dass dort das richtig gestellt wird, weil die Presse war anwesend. Und ja, ich meine, in der Folge wurde mein Name durch den Dreck gezogen. Ja. Und das ist nicht geschehen. Stattdessen gab es immer mehr transphobe Ausfälle. Und auch formal sind Sachen passiert, die einfach nicht korrekt sind. Ne? Also allein schon die Tatsache, dass mehrfach in Frage gestellt wurde, ob ich überhaupt kandidieren darf, dass dann der neu gewählte Landesgeschäftsführer ein Auszug aus der Mitgliederkartei vorliest, in der fehlerhafterweise drin steht, ich sei ein Mann und damit ans Mikrofon geht. Dass dann die Bürgerschaftsabgeordnete Heike Sudmann ans Mikrofon geht und falsche Aussagen über mich trifft. Das sind alles Sachen, die die Wahl anfechtbar machen und wahrscheinlich dazu führen, in Verbindung mit den formellen Fehlern, die dort geschehen sind, dass die Wahl wiederholt werden muss. Ich habe daran kein Interesse, weil das kostet die Partei viel Geld. Geld, was wir in Aufklärungskampagnen gegen Homophobie und Transphobie einsetzen könnten, Geld, mit dem wir politische Arbeit leisten können. Und weil einige Teile der Partei das unbedingt durchziehen wollten, war das jetzt nicht möglich. Ja, okay, also das Problem ist, dass sie fälschlicherweise als Mann geführt wurden, obwohl sie ja schon seit eh und jene Frau sind und die Partei hat da einfach Mist gemacht, das muss man so sehen, und ist jetzt nicht bereit, ihren Fehler einzusehen, im Prinzip. Genau, das Problem ja. Ist natürlich, Sie haben natürlich nicht ganz Unrecht, wenn Sie sagen, dadurch, dass ich jetzt diesen Parteitag angefochten habe und der wahrscheinlich wiederholt werden muss, wird sozusagen die Arbeit des Landesverbandes der Linken in Hamburg behindert. Das Problem ist nur, mit genau dieser Argumentation wurden jahrelang POCs und Menschen, die einfach unterdrückt werden in unserer Gesellschaft, davon abgehalten, ihre Rechte wahrzunehmen. Ja, ja. Ja, ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Kampf für politische Aufgeklärtheit, Ausgewogenheit, für Fairness, Gerechtigkeit, Umverteilung, höhere Renten, den Kampf gegen Kinderarmut, für all diese Dinge, die ja auf den Fahnen Ihrer Partei stehen, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Eine letzte Frage noch. Wie gedenken Sie, das in Zukunft zu handeln im Zuge des neuen transsexuellen Gesetzes? Haben Sie vor, dann auch mal wieder zurück zum Mann und dann vielleicht wieder zu wechseln? Ich meine, die Möglichkeit bestünde ja, was? Theoretisch. Ob ich ein Mann werden möchte? Zwischendurch mal, also kann man ja machen, einmal im Jahr. Ja, genau, wie es gerade passt, wo ein Platz frei einfach ist. Einfach mal hin und her. Wenn Sie mich jetzt in einem Kommentar, ich will jetzt das jetzt mal so nicht beantworten, ich interpretiere das jetzt mal als Frage nach Kommentar zu dem Gesetzentwurf der Ampelkoalition zum neuen transsexuellen Gesetz und ich kann Ihnen sagen, ich denke, das ist ein Schritt nach vorne, in die richtige Richtung. Ich glaube nicht, dass es genug ist. Ich glaube auch allgemein nicht, dass der Staat das erfassen sollte, was für ein Geschlecht wir haben. Wissen Sie,
Ich finde, es ist problematisch im Hinblick darauf, dass wir rechte reaktionäre Kräfte in Deutschland haben, dass wir Geschlechtsmerkmale in sozusagen ja, staatlichen Stellen erfassen, ne? Weil das kann dazu führen. Und ja, aber warum gibt es denn dann Männer- und Frauenplätze bei euch in der Partei nach wie vor, wenn das alles falsch ist? Respektieren, dass manche das nicht wollen, dass dann am Ende Menschen verfolgt werden auf Grundlage dieser gespeicherten Geschlechtsmerkmale. Ne? Ja, ja. Ja, Herr Tapassoli, ich bedanke mich für das Gespräch. Frau Tapassoli, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Urlaub in der Türkei und dass Sie auch da entsprechend Ihrer Weiblichkeit dann angemessen behandelt werden. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Und dann natürlich alles Gute für Ihren Kampf in Hamburg dann für den. Also ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe da auch gewisse Vorurteile gegenüber der Türkei gehabt in der Frage, aber ich habe hier noch, ich bin hier am Strand gewesen, ich bin hier wirklich überall gewesen und ich wurde noch nicht einmal transphob oder homophob angemacht. Ja, weil man es ja auch nicht ansieht. Also es wirkt ja aus wie ein Kerl. Also warum soll man nicht transphob anmachen? Beinahe so, als würden Sie als Mann wahrgenommen werden in der Türkei, aber das kann ja nicht sein, denn Sie sind ja ganz offensichtlich eine Frau. Eine letzte Frage hätte ich noch. Planen Sie in nächster Zeit einen Saunabesuch? Und wenn ja, in welche Sauna gedenken Sie zu gehen? Ja, das ist ich komme ja bald zurück und in Hamburg ist es kalt und mit der gesamten Gassituation ist nicht klar, wie warm es in Hamburg, wie lange noch sein wird. Wenn die Saunen wieder offen sein werden, also meine Lieblingssauna, die Holthusen-Sauna, ist geschlossen worden vom Hamburger Senat, um Gas zu sparen, aber es sind aktuell mehrere Saunen geöffnet. Ich hoffe, dass ich in die Sauna gehen kann. Wissen Sie, für uns ist das Ganze mit dem Frieren für den Frieden noch mal schwieriger. Weil es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen durchschnittlich ungefähr 2 Grad kühler die Außentemperatur empfinden als Männer. Frauen. Ja, aber du hast doch einen männlichen Körper. Für dich gilt doch das Männliche, die männlichen Eigenheiten, rein körperlich, was Temperaturempfinden angeht. Oder denke ich da jetzt falsch? Gut, man kann das ja sowieso nicht ernst nehmen, was die gerade reden. Klar, aber das ist ja... Ich glaube, ich frage den echt mal für Veto an. Mal gucken, ob ich da eine Antwort bekomme. Ich glaube, das wäre interessant, da mal ein Gespräch zu führen. Ich hätte da noch einige Fragen. Frieren leichter und deswegen, ich genieße jeden Saunagang. Ich finde, es ist etwas, hat nichts mit Luxus zu tun, das hat nichts mit irgendwie Dekadenz oder so zu tun, sondern es ist was für die Gesundheit. Und ich denke, das ist ein Teil Self-Care, den dürfen wir uns in diesem Winter von niemandem nehmen lassen. Und wenn es da Proteste gibt, das werde ich mich denen auch anschließen. Aber ich hoffe, dass wir uns in der Sauna sehen können. Also wir beide nicht, weil ich gehe schon lieber auch in die Frauensauna, wie viele Frauen. Ich auch. Ja, was halten denn andere Frauen davon, wenn diese Person hier in der Frauensauna auftaucht? Ich glaube, das finden die auch nicht so lustig, oder? Geht er auch in die Frauenumkleide im Fitnessstudio, wo die Frauen sind, oder wie? Also. Von Männern auch zu entgehen. Ich hoffe, dass das überhaupt noch möglich sein wird. Wir wissen nicht, wie sich die Situation in Deutschland im Winter verändert. Es kann ein sehr kalter Winter werden. Und deswegen ist die Linke auch wichtiger denn je. Das sind die Kämpfe, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass uns nicht das Gas abgedreht wird, dass wir nicht frieren müssen. Und das ist eben auch, und das wird teilweise nicht so gesehen, aber es ist auch eine Genderfrage. Und ja, deswegen ist mir das persönlich ein großes Anliegen. Ne? Und ich kenne viele andere Frauen, die das auch so sehen. Ja, ja. Es gibt auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass das wirklich das Herzinfarktrisiko reduziert und es ist unglaublich wichtig. Gerade nachdem jetzt 3 Jahre lang Sauna. Ja, eine gemischte Sauna wäre ja die beste Lösung. Gibt es ja auch, ne? Da gibt es dann keine Probleme. Aber eine Frauensauna, da weiß ich nicht so recht, ob das jetzt Frauen, also Frauen, die wirklich aussehen wie Frauen, ob die das so gut finden, wenn da so ein bärtiger, behaarter Typ reinkommt. Quasi auch komplett geschlossen waren teilweise wegen der Corona-Situation. Ja. Aber jetzt, wo wir alle geimpft sind, denke ich, dass jetzt müssen wir die Saunen weiter offen halten. Ja. Gut, also
Kampf den Saunen, also für die Saunen, Saunas. Genau. Nochmals vielen Dank. Grüße in die Türkei und hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich was zu Ihrer Bildung und auch zur Aufklärung Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer beitragen konnte. Ja, genau. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen. Danke sehr. Ja, war es das? Offensichtlich. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das einordnen soll, oder? Also entweder haben sie beide sich so verabredet, dass sie auf jeden Fall ein Satirevideo machen wollen, oder nur der Moderator war jetzt derjenige, der hier jemanden verarschen wollte, oder genau der Bijan oder die Bijan. Ich weiß es nicht. Ich kann das schwer einschätzen. Ernst nehmen kann man das auf jeden Fall nicht, was wir gerade gesehen haben. So oder so.